So, einen wunderschönen guten Abend hier in der Gläsernen Manufaktur. Verkehrsmobilität hat ja gelegentlich mal was mit Pünktlichkeit zu tun. Das Gegenteil haben wir gerade im Zug von Berlin runter erlebt. Aber wir wollen das anders machen, zumindest hier bei der FDP-Bundestagsfraktion, bei den ostdeutschen Bundestagsabgeordneten. Ganz herzlich willkommen. Wir wollen heute über Mobilität sprechen, und zwar über eine spezielle Form von Mobilität, urbane Mobilität. Wie bewegen wir uns morgen und übermorgen in unseren Städten fort? Das wollen wir gemeinsam diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich unsere Präsenzteilnehmer, die wir hier dank der Corona-Auflagen zumindest teilweise unterbringen konnten, sonst wären es dreimal so viele geworden. Ich begrüße ganz herzlich alle Zuschauer, die im Livestream unserer Veranstaltung folgen. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich unsere Referenten, die den Weg zu uns gefunden haben. Seien Sie ganz herzlich hier in Dresden willkommen. Ja, meine Damen und Herren, das ist auch für uns eine Premiere, wenn ich uns sage, die Landesgruppe Ost, das sind die ostdeutschen Bundestagsabgeordneten der FDP-Bundestagsfraktion. Wir machen zum ersten Mal wieder so eine Hybridveranstaltung mit Präsenz und mit der Möglichkeit, online uns zuzuschauen. Auch für uns war das eine schwierige Zeit. Und wie der ein oder andere ahnt, hat Politik eben auch viel mit persönlicher Kommunikation zu tun. Das ist alles weggefallen. Ich glaube, wir können alle keine Videokonferenzen mehr sehen, obwohl wir gemerkt haben, dass man auch damit irgendwie klarkommt und, sagen wir, zumindest für kurze Besprechungen etwas Zeit und Wegeaufwand spart. Ich selbst bin Thorsten Herbst, ich bin Bundestagsabgeordneter, komme hier aus Dresden, bin Obmann der FDP-Fraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages, seit 2017 im Bundestag, früher auch mal hier im Sächsischen Landtag gewesen. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort in der Gläsernen Manufaktur. Die Dresdner kennen das, unsere Online-Zuschauer vielleicht nicht unbedingt. Das war in den 2000er Jahren, Anfang 2000, ein ganz, ganz besonderes Projekt, was, glaube ich, auch nicht ganz einfach zu errichten war. Zum ersten Mal gab es die Idee, eine Fahrzeugproduktion in Manufakturbauweise so zu konzipieren, dass man quasi den Fahrzeugbau selbst erleben kann und nicht nur als Besuchergruppe in einem großen Werk, sondern in einer sehr transparenten Art und Weise. Am Anfang wurde hier der Phaeton gebaut, das damalige, sagen wir mal, Luxusende des Produktportfolios von Volkswagen mit vielen, vielen Zylindern und PS, wenn ich das mal so sagen darf. Mobilität wandelt sich, so auch bei Volkswagen. Jetzt wird hier der E-Golf gebaut, den man da drüben in dem Turm, glaube ich, ganz gut sehen kann oder auch unten am Eingang. Und bald kommt die nächste Generation des Elektrofahrzeugs, der ID.3. Den man hier dann in der Produktion anschauen kann. Auch der ist unten schon ausgestellt. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute hier sein dürfen. Nicht nur ein Ort übrigens, wo Autos produziert werden. Hier werden auch Ideen produziert. Was vielleicht der ein oder andere Dresdner weiß, aber nicht alle Auswärtigen. Hier hat Volkswagen entschieden, auch einen Inkubator aufzubauen, Start-ups aus aller Welt hierher zu holen, die in ganz verschiedenen Bereichen des Mobilitätssektors unterwegs sind und Innovationen hier schaffen sollen, die zum Teil, glaube ich, bei VW einfließen, zum Teil aber auch insgesamt den Mobilitätssektor bereichern. Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, weil so, wenn man an Start-up-Zentren Mobilität denkt, wir haben uns vorhin unterhalten, denkt man viel an Berlin, an München, an Hamburg. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, auch hier in Dresden so einen Farbtupfer zu setzen. Mobilität ist vielfältig. Wenn wir hier zum Fenster rausschauen, sehen wir unheimlich viele Formen von Mobilität. Man sieht Autofahrer, man sieht Straßenbahn, man sieht Radfahrer, man sieht Fußgänger. Wenn man hier dahinter schauen könnte, würde man eine Parkeisenbahn sehen. Eine Besonderheit auch hier die Cargo-Tram, die als Straßenbahn für den Güterverkehr, für die Zulieferung hier genutzt wird. Also es gibt vieles, was sich auf unseren Verkehrsräumen tummelt. Und die Frage ist natürlich, wie organisiert man das sinnvoll? Wie organisiert man das, dass alle sicher unterwegs sein können, dass alle komfortabel unterwegs sein können und auch, dass unsere Städte, sagen wir, nicht in Staus ersticken? Darüber wollen wir heute reden. Vom Ablauf her ist es so vorgesehen, dass wir gleich zwei Impulsvorträge erleben. Dann haben wir hier die Diskussionsrunde, wo ich einige Fragen schon vorab bekommen habe, die ich unseren Experten stelle und wir dann das öffnen und gemeinsam mit Ihnen und natürlich unseren Zuschauern online diskutieren. Sie können bereits jetzt sich, wenn Sie Lust haben, Fragen überlegen, einfach in die Kommentarfunktion bei Facebook hereinschreiben und die Fragen werden mir dann hier vor auf unser kleines Podium gebracht. Ja, wenn wir mobil sein wollen, dann hat jeder vielleicht so die andere Vorstellung, wie man da optimal unterwegs ist. Ich glaube, es gibt so ein paar gemeinsame Nenner. Wir wollen wahrscheinlich komfortabel unterwegs sein, wir wollen schnell unterwegs sein, wir wollen sicher unterwegs sein, kostengünstig, umweltfreundlich.
All das sind verschiedene Formen von Mobilität und wie gestaltet man das in Zukunft und vor allem, was brauchen wir eigentlich für einen politischen Rahmen dafür? Das schafft mir jetzt die Überleitung zu unserem ersten Gast, zu unserem ersten Impuls, meine geschätzte Kollegin Daniela Kluckert, stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsausschusses, seit 2017 mit mir gemeinsam in den Bundestag eingezogen, von Hause aus Diplom-Volkswirtin. Und sie hat auch eine besondere sächsische Verbindung, weil sie hat für uns, sage ich jetzt für den Freistaat Sachsen, zu unseren Regierungszeiten in unserer Landesvertretung in Berlin gearbeitet. Sie ist nicht nur stellvertretende Ausschussvorsitzende im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, sondern in ganz vielen Kommissionen. Ich nenne jetzt mal stellvertretend nur drei. Das ist die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Das ist die Findungskommission zur Novelle des Personenbeförderungsgesetzes, werden wir nachher auch noch vertiefen, und die beratende Kommission der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Das, glaube ich, gibt dir den Einblick in ganz verschiedene Mobilitätsbereiche und jetzt freuen wir uns auf deinen Impuls. Liebe Daniela, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Thorsten, für diese freundliche Einführung und auch vielen Dank an Sie, Herr Dr. Krebs, dass wir hier sein dürfen heute als FDP-Bundestagsfraktion Landesgruppe Ost. Es ist ein wunderbarer Rahmen, um über Mobilität zu sprechen. Es könnte fast keinen besseren geben. VW ist sicherlich einer der absoluten Vorreiter in Deutschland, was Mobilität betrifft. VW ist ein wichtiges Unternehmen für Deutschland, was Innovationen betrifft. Und da sieht man auch ganz gut, in welchem Spannungsfeld wir uns in Deutschland befinden. Auf der einen Seite hochinnovative Unternehmen, die voran wollen, die unseren Titel als, ich sag mal, Mobilitätsweltmeister, der wir sind, verteidigen wollen. Und auf der anderen Seite eben eine Regulierung, die häufig hinterherhinkt oder auch Dinge verhindert. Wir haben bei VW WeShare, das Share-Unternehmen, wo man in Berlin beispielsweise, ich hoffe bald in ganz Deutschland, auch, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, sich Autos für eine kurze Zeit mieten kann. Und wir haben das Tochterunternehmen Moja, bei dem man Fahrten poolen kann. Und gerade Moja, Thorsten, du hattest es gesagt, im PBFG, diese Unternehmen, die eben diese neuen, innovativen öffentlichen Nahverkehrsangebote auch irgendwo, also wo man mit verschiedenen Leuten sich ein Fahrzeug teilen kann, anbieten, die stehen eben unter Druck, weil die Regulierung sie eigentlich noch nicht vorsieht, eigentlich nicht zulässt, öffentlichen Personennahverkehr durch die Betriebe, die Staatsbetriebe bevorzugt. Das sind alles Themen, die wir angehen müssen. Aber noch einmal zurück, wo stehen wir eigentlich? Wir stehen an einer Wende in dem Mobilitätsverhalten, das auf der einen Seite getrieben ist durch andere Anforderungen, durch die Digitalisierung, die vieles verändert, aber auf der anderen Seite eben auch durch politische Rahmenbedingungen, die sich verändern und gesellschaftliche Hot Topics, würde ich sagen, die Veränderungen auch bedürfen. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat ausdrücklich gesagt, dass die Pkw-Nutzung unattraktiv werden muss wegen des Klimaschutzes. Ich würde die steile These heute Abend hier aufwerfen, dass wir nicht den Pkw-Gebrauch unattraktiv machen müssen, sondern dass wir den Klimaschutz für den Pkw-Verkehr dringend einholen müssen, sodass die Menschen tatsächlich auch nach wie vor selbst entscheiden können, wie sie mobil sind. Wir haben jetzt bei der Corona-Pandemie eigentlich eine Veränderung im Nutzerverhalten gesehen. Es ist jetzt so, dass tatsächlich 70-90% weniger ÖPNV genutzt wird, dass sowohl Pkw, aber auch die Fahrräder einen hohen Zulauf bekommen haben, ist ganz klar, da kann man sich weniger anstecken, da fühlt man sich einfach sicherer. Das kann jetzt eine vorübergehende Erscheinung sein, aber es kann eben auch einfach eine Präferenz sein der Bevölkerung. Und wir als Liberale, wir sagen, dass wir nicht gegen die Nutzer agieren sollten, sondern dass wir, wenn wir klug sind, mit den Nutzer agieren und dann auch erfolgreich sind. Weil eins ist klar, man sieht es auch an der Elektromobilität, ein großes Feld in der städtischen Mobilität. Wir sehen ganz viele unterschiedliche Antriebsformen, die ihre Berechtigung in den unterschiedlichsten Fragen bekommen. Und sicherlich hier mit dem E-Golf und der neuen Serie, die auch hier bei VW vorgestellt wird, sieht man auch, was es für eine Zukunft haben kann. Aber es wird eben eine unterschiedliche Zukunft haben. Und momentan ist es so, dass in einigen Bereichen die Elektromobilität sehr gut verkauft wird, aber in anderen Bereichen eben
eben gar nicht. Und auch Kaufprämien und was es alles gibt, nicht dazu führen, dass die Menschen mehr davon kaufen. Und daran sieht man sehr gut, dass man Mobilität vom Nutzer her denken muss. Also was wollen die Menschen? Und die Menschen wollen eine vernetzte Mobilität. Das sehen wir sehr an sehr vielen Beispielen, dass wenn wir Mobilität vernetzter denken würden, wenn wir die Chancen geben würden, den ÖPNV gemeinsam mit dem privaten Auto, mit einem Sharing-Auto, mit dem Fernstrecken, mit dem Flugzeug, mit dem allen vernetzen, das nennt sich Seamless Mobility, wenn wir das möglich machen würden, dann gäbe es eben auch mehr Möglichkeiten in der Mobilität. Also ich sage immer, wenn ich mir ein Ticket kaufen kann, oben auf einer Insel bin, auf sagen wir mal auf Norderney und runter an den Tegernsee fahren kann mit einer App und das einfach kaufen kann, dann nutze ich eben auch öffentliche Angebote. Wenn das nicht geht, dann überlege ich mir, Mensch, das ist mir alles zu kompliziert, ich fahre doch mit dem eigenen Auto. Das heißt, ich habe die Version, dass wir einen Mix bekommen von Mobilität, der einfacher ist für die Menschen und der auch stärker angenommen wird von den Menschen und dass wir dann erfolgreich sind. Warum gibt es so etwas noch nicht wie Seamless Mobility? Also warum gibt es noch nicht diese eine App, die uns verbindet? Und häufig ist es eben in Deutschland so, dass wir da eine Kleinstaaterei haben, also dass wir die verschiedenen Verkehrsbetriebe, die verschiedenen Staaten auch sitzen auf ihren Daten, geben sie nicht weiter und wollen das Geschäft für sich behalten. Das ist glaube ich, der falsche Weg, sondern es ist der richtige Weg, sich zu öffnen, sich zusammenzuschließen, die Automobilkonzerne sich zusammenzuschließen, der öffentliche Nahverkehr sich zusammenzuschließen, um dann tatsächlich, das hatte ich schon gesagt, Mobilitätsweltmeister zu bleiben. Wir können heute gar nicht absehen, wie die Mobilität in 20 Jahren aussieht. Wir haben Visionen von autonomem Fahren. Das hatten wir allerdings, ehrlich gesagt, auch schon vor 20 Jahren und haben schon gedacht, wir sind viel weiter. Wir sind aber noch nicht weiter, aber ich glaube, es kommt. Ich glaube, autonomes Fahren kommt. Ich freue mich persönlich sehr darauf. Aber wir wissen nicht genau, wie die Mobilität aussieht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir offen sind für das, was da kommt. Das ist zum einen, sind es die Antriebe. Wir haben eine Elektromobilität, wir haben aber auch genauso Wasserstoff und wir haben genauso synthetische Kraftstoffe, die man einfach jetzt in den Tank füllen kann und die Flotte, die wir so draußen rumfahren haben, einfach weiter nutzen kann und auch weiter Autos damit bauen kann. Synthetische Kraftstoffe, da nimmt man viel Energie, CO2 aus der Luft raus. Und wird dann wieder, das ist also CO2-neutral. Das Gleiche gilt mit Wasserstoff, da müssen wir europäisch denken, müssen wir international denken. Das wird eine Herausforderung sein. Und wir müssen eben die Potenziale der Digitalisierung nutzen. Also das heißt eben, das Personenbeförderungsgesetz, Thorsten hat es gerade eben gesagt, ich bin in der Kommission, das muss offen sein für neue Geschäftsmodelle, damit eben alles das, was auf die Straße möchte, auch erstmal auf die Straße kann. Das Gleiche bedeutet aber natürlich der Ausbau des ÖPNV, der gehört dazu. Also mal groß denken. Ich sag mal, in Berlin werden jetzt ganz viele kleine Trams gebaut, aber so eine wir wollen mal 4 Millionen werden, so eine möchte 4 Millionen Stadt, die verbindet sich eben nicht mit dem Bus und mit der Tram, sondern da müssen neue U-Bahnen gebaut werden, damit es dann auch attraktiv ist, mit dem ÖPNV zu fahren. Also wir haben wahnsinnig viele Herausforderungen. Am Ende wollen wir vernetzt sein, wir wollen Klimaschutzziele einhalten und besser werden und wir wollen vor allem, und das ist wichtig, attraktiv werden für die Menschen, die Mobilität nutzen. Und das ist zumindest meine Version von der Mobilität der Zukunft. Super. Ganz herzlichen Dank für den Einblick und viele Stichworte sind gefallen, die wir nachher in der Podiumsdiskussion noch vertiefen. Unser zweiter Impuls kommt sozusagen vom Hausherrn, Dr. Carsten Krebs, ausgebildeter Wirtschaftsredakteur. Wenn ich das richtig informiert bin, war beim Matzak Verlag und der Braunschweiger Zeitung, dann Unternehmenskommunikation bei der Volkswagen Group of America, wo immer noch größere Autos fahren als hier. Seit 2015 Head of Communications bei der Gläsernen Manufaktur, also in diesem Haus, und seit 2019 Leiter Unternehmenskommunikation oder wie es so schön auf Englisch heißt, Head of External Communications der Volkswagen Sachsen GmbH, wo ich vorhin gelernt habe, da gehört auch Zwickau dazu, da gehört das Motorenwerk in Chemnitz dazu. Und er wird über einen Bereich sprechen, den ich vorhin angerissen hatte, weil in diesem Gebäude eben nicht nur Autos produziert werden, sondern hier werden
auch Ideen entwickelt, wie kann die Mobilität von morgen gestaltet werden in einem Inkubator, den quasi VW als Gastgeber verantwortet. Und wir sind gespannt, ja, in welche Richtung die Mobilität geht und welchen Beitrag VW leisten kann, damit wir morgen besser unterwegs sein können. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich hier heute sein kann. Freue mich sehr, dass Sie hier in der Manufaktur heute sind. Ich habe ein paar Slides mitgebracht, es sind etwa 10, 12 Slides. Die ersten werden noch mal ganz kurz auf den Wandel bei Volkswagen, weil wir hier in Sachsen sind, die Landesgruppe Ost, da will ich schon noch mal ganz kurz zeigen, wie sich der Wandel einerseits gerade in Sachsen abspielt. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Der Volkswagen-Konzern hat sich viel vorgenommen und wir stehen halt gerade hier an diesem Ort, muss man das auch noch mal sagen, vor der größten Elektrooffensive in der Automobilindustrie. Allein 33 Millionen werden wir jetzt selber investieren für das Thema Elektromobilität und bis zum Jahre 2029 werden wir 75 neue, reine neue elektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. 60 zusätzliche Fahrzeuge werden sogenannte Plug-in-Hybride sein, die in den ersten Kilometern rein elektrisch fahren und dann mit einem Verbrenner. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Jetzt kann man das unten, glaube ich, nicht so gut sehen, aber dieser Startschuss dieses elektrischen Rollouts findet in Zwickau statt. Hier einerseits sind wir schon transformiert, Sie hatten es dankenswerterweise gesagt, früher den Phaeton gebaut, heute den E-Golf und das sage ich auch immer gerne nochmal, das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland im ersten halben Jahr ist der E-Golf und wie gesagt im September, Mitte September werden wir jetzt den ID.3 auf den Markt bringen und da will ich ganz kurz drüber sprechen, was war die Mission in Sachsen, was war die Mission in Zwickau. Auf der einen Seite haben wir dort gerade letzte Woche und das ist ein historisches Moment, ein Fahrzeug, ich sage das mal salopp, zu Grabe getragen. Wir haben den letzten Golf-Variant, so dramatisch das klingt, ausgesteuert, end of production. Das heißt, wir haben nach 116 Jahren in Zwickau, nämlich mit Horch, fing das 1904 an und letzte Woche hörte das auf mit diesem Fahrzeug. Das heißt, der letzte Verbrenner ist in Sachsen in Zwickau vom Band gelaufen und jetzt haben wir gleichzeitig die spannende Aufgabe, die neue Welt bei Volkswagen, nämlich die ID-Familie auf den Markt zu bringen. Also das heißt, wir sind tatsächlich in historischem Moment gerade hier. Was haben wir uns vorgenommen? Wir werden in Zwickau 1,2 Milliarden Euro in den Wandel des Werkes investieren, haben das auch schon getan. Und die blauen Balken sind die Verbrennerfahrzeuge, die wir jahrelang gefertigt haben. Früher waren das in der Spitze 2015 300.000 Fahrzeuge. Und wir werden jetzt im Jahre 2021, 2022 330.000 Fahrzeuge in Zwickau bauen, rein elektrisch. Und ich habe das vorhin im kleinen Vorgespräch schon gesagt, man muss sich das immer mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden in Zwickau jeden Tag 1.500 reine elektrische Fahrzeuge produzieren. Jeden Tag 1.500 rein elektrische Fahrzeuge produzieren. Ich glaube, das macht nochmal deutlich, wie ernst Volkswagen diesen Wandel eben auch nimmt. Hier will ich ganz kurz zeigen, was sich da genau verändert. Wir werden zwei Modelle auf den Markt bringen, die sind Kompaktklasse, also Golfklasse und wir werden vier SUVs auf den Markt bringen und für die Sachsen ist das sehr interessant, dass wir früher waren wir ein Werk, was ausschließlich Volkswagen-Fahrzeuge der Marke Volkswagen produziert hat. Jetzt werden wir auch Seat bzw. Cupra, ist die Performance-Marke von Seat, dort produzieren und wir werden auch zwei Audi in Zwickau produzieren. Das heißt, drei Volkswagen, zwei Audi, ein Seat-Cupra werden fortan in Zwickau gebaut. Sechs Fahrzeuge, das hat es dort auch noch nie gegeben. Das heißt, von einem Volkswagen-Werk in Zwickau werden wir jetzt zu einem Mehrmarkenstandort. Und das nur noch mal als, glaube ich, letztes Bild, um zu sehen, das ist das alte Layout 2018, 2019. Sie gucken jetzt ein bisschen auf das Blaue und Sie sehen, wie das demnächst aussehen wird, nämlich 85% des Werkes werden im Endeffekt umgebaut und umgewandelt sein. Und das ist mein letzter Chart. Was hat sich sonst noch verändert? Wir in Zwickau im Bereich der Produktion nutzen zu 100% Grünstrom. Genau das Gleiche tun wir hier auch und wir verpflichten auch unsere Supplier, in dem Fall LG Chem, die die Batteriezellen in Polen produzieren, auch sie müssen die Batterien mit Grünstrom herstellen, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
Also wenn wir im Endeffekt E-Autos herstellen und im Endeffekt ausschließlich Kohle verfeuern, macht das keinen Sinn. Das heißt, wir fordern nicht nur Verkehrswende in dem Fall, sondern eben auch E-Wende, also im Endeffekt Stromwende. Das ist schon auch wichtig, das müssen wir schon auch sagen und das sagen wir auch zusammen. Und was jetzt neu ist, und das bringt mich zu dem Punkt, wir als Volkswagen werden fortan, auch hier unten unter uns, fortan Strom verkaufen. Also früher hat man nur ein Auto gekauft, heute wird man Strom kaufen können, nämlich Naturstrom bei Volkswagen, und wir werden eben auch Charging Infrastructure produzieren. Das heißt, die Wallboxen, die man eben auch benötigt, werden wir auch selbst beim Autokauf mit anbieten. Jetzt komme ich zu dem Thema, auf das Sie schon hingeführt haben. Wir als Volkswagen, ich sage das mal salopp, sind schon auch ein träges Unternehmen. Wir haben 660.000 Menschen weltweit und es ist nicht so, dass die Prozesse so schnell laufen, wie man sich das immer wünscht. Das muss man ehrlicherweise auch mal konstatieren und das erlebe ich hier auch jeden Tag. Das heißt, wir als Volkswagen müssen schneller werden, wir müssen agiler werden, wir brauchen neue Methoden und wir brauchen auch neue, frische Ideen. Wie macht man das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eines dieser Ideen ist im Endeffekt hier auch einen Inkubator aufzubauen, also mit Startups zusammenzubauen. Und das will ich ganz kurz mal beschreiben, wie unser Programm hier aussieht. Sorry, ist in Englisch, aber ich werde das auf Deutsch kurz erklären. Also, wir suchen Startups, die für 6 Monate hier in der Gläsern Manufaktur im Endeffekt an ihren Lösungen arbeiten. 6 Monate, die bekommen für diese Zeit 15.000 Euro. Und der Clou, auch das hatte ich vorhin schon gesagt, der Clou ist, dass wir eine Kooperation mit der Stadt Dresden eingegangen sind und die Stadt Dresden übernimmt die Übernachtungskosten der Startups hier in Dresden. Weil die große Frage natürlich immer war, wie gelingt es uns gegen Hamburg, gegen Berlin, gegen München anzukommen, weil natürlich die Startups wollen natürlich in die coolen Locations und nicht jeder weiß, wie schön Elbflorenz ist. Deshalb war natürlich die Idee, wir müssen was Neues kreieren und da hat die Stadt uns geholfen und die Stadt hat im Endeffekt die Übernachtungskosten für alle Startups hier übernommen. Wie ich finde, eine ganz tolle Sache, auch eine starke Kooperation. Wie sieht unser Programm sonst noch aus? Es gibt Office Space, das kann man oben sehen. Wir bieten natürlich Software, IT-Infrastructure, wir bieten Autos, die können bei uns ganz schnöde in der Kantine mitessen. Die Startups, die hier sind, und wir haben eben ein Mentoring-Programm. All das bieten wir hier. Jetzt muss ich einzig einschränken, dass wir in diesem Batch, wie man das so neudeutsch sagt, schlicht und ergreifend wir ein bisschen umschalten mussten, weil wir konnten erstmal nur virtuell starten, weil wir im Endeffekt im April gestartet haben. Da war natürlich noch voll Corona-Zeit. Deshalb ist es schlicht und ergreifend so, dass die Startups hier momentan noch nicht angekommen sind. Aber das wird alles virtuell bearbeitet. In den 4 vorherigen Klassen war das alles physisch hier in Dresden. Aber wir hoffen, auch das wird sich irgendwann nochmal wieder ändern. Ja, was ist das, was wir anbieten? Ich hatte schon gesagt, Funding durch die Stadt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das ist das alles Entscheidende für die Startups, direkter Kontakt zu unseren Experten. Also ob wir denen 15.000 Euro, 20.000 Euro oder 10.000 Euro geben, ist nice. Das Entscheidende ist, wir arbeiten direkt mit den Leuten zusammen. Das heißt, wir suchen vorher Fachabteilungen bei Volkswagen in Wolfsburg, in Dresden, in Zwickau, in Berlin, die ein Problem haben, die Hilfe brauchen, die agiler, die schneller sein müssen. Und dann ganz gezielt gehen wir mit diesen Themen auf den Markt. Und das hat sich eben bei euch auch geändert. Früher haben wir Startups gehabt und mussten erstmal losziehen und gucken, dass irgendwer ein Interesse daran hat. Heute haben wir vorher schon die Fachabteilung und es wird ganz speziell ein Thema bearbeitet. Und auf der linken Seite sind die Themen, die wir im Endeffekt im Visier haben. Mobility Services, Industrie 4.0, Automotive Technology and Green Tech Sustainability. Das sind die Bereiche, in denen wir eben auch suchen und wir haben natürlich auch diverse Partner. Was ist der strategische Fokus? Das sind die Themen E-Mobility, At My Car, Around My Car, Intermodal. Das sind die Themen, die im Endeffekt von den Startups bearbeitet werden sollen. Also es gibt ein sehr klares einen sehr klaren strategischen Fokus. Also es muss schon genau dazu passen, was wir suchen und was wir auch sehen wollen. Und wenn das funktioniert, dann überlegen wir, ob das Startup das Richtige ist. Hier einfach mal so ein paar Bilder. Leider hier, das ist ein furchtbares Bild, weil wir keine einzige Frau drauf haben. Aber das ist leider so, dass in der ersten Klasse wir tatsächlich und generell immer ganz wenig Bewerbung von Frauen haben. Das ist leider ein großer, großer Nachteil und ärgert uns auch, aber das, wie gesagt, ist die erste Klasse. Es sind immer 5 oder 6 Klassen und ich will ganz kurz zeigen, was daraus geworden ist. Also die Jungs Smart City System, und das ist ja das Thema Mobilität, bauen solche kleinen Parksensoren.
die sind hier, werden Sie, wenn Sie bei Lidl jetzt fahren, wenn Sie zu Lidl fahren, wenn Sie zu Audi fahren, sehen Sie diese Dinger. Entwickelt wurden die hier mit den Kollegen in der Gläsermanufaktur und die haben da einen richtigen Business Case gemacht. Was wir natürlich jetzt machen wollen, ist das, dass man Zukunft, wird man auf seine App gucken, wird in sein Auto hineingucken und weiß genau, wo noch freier Parkraum ist. Weil Sie wissen das, Parksuchverkehr rund 20%. Was gerade passiert ist, dass diese jetzt mit verschiedenen App-Herstellern zusammenarbeiten und dann ganz gezielt wird der Parkplatz angesteuert werden können. Weil man weiß, da ist jetzt ein freier Parkplatz und da kann man gezielt hinfahren. Und das ist Smart City System. Das sind Kollegen, die eben im Endeffekt das mit uns hier gemeinsam auch entwickelt haben. Und hier sehen Sie das in der Gläsermanufaktur. Wenn Sie jetzt auf die Webseite der Gläsermanufaktur sehen, sehen Sie dort, wo ist freier Parkplatz. Weil im Endeffekt, wenn immer ein Fahrzeug auf diesen schwarzen Parksensor fährt, dann ist der Parkplatz occupied und besetzt. Ein anderes Beispiel, momentan ein ganz spannendes Thema, ist früher hießen sie Tretbox, sie kommen aus Berlin, vielleicht bekannt. Jetzt heißen sie Ono. Die haben so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die im Endeffekt auf lokale Art und Weise, also im Endeffekt Briefe, Pakete ausfahren mit einem elektrischen Fahrrad. Das eben aber im neuen, ganz coolen Design, ist auch ein Unternehmen, an dem wir uns als Volkswagen beteiligt haben. Also das ist vielleicht auch nicht ganz unbedeutend, dass wir uns tatsächlich investiert haben über die Wolfsburg AG, halten wir 30% an dem Startup Tretbox Ono aus Berlin und hoffen natürlich, dass das Thema fliegt. Momentan gewinnen sie fast überall weltweit Preise und jetzt hoffen wir, dass sie auch noch in die Breite gehen, damit sich dieses Konzept dann eben auch auswirkt. Wie gesagt, Berlin, ganz wichtiger Punkt. Eins meiner Lieblings-Startups ist ChargeX. Das große Problem ist das Thema Laden und es kostet immer viel zu viel. Das sind Jungs, die haben sich gedacht, Mensch, wir müssen eine ganz coole Lösung finden. Die bauen nämlich diese kleinen Charging-Lösungen. Die haben wir haben etwa jetzt, ich tippe mal so 200 in der Volkswagen-Welt verbaut. Wir stehen kurz vor einem Announcement mit ChargeX. Also wir werden mit denen noch längerfristig zusammenarbeiten. Und das ist im Endeffekt so eine Art Mehrfachstecker. Das heißt, wir kennen das ja mit einem Mehrfachstecker, weil wir können gleich mehrere Fahrzeuge gleichzeitig hier einpluggen und die sind so intelligent, dass sie genau erkennen, welches Fahrzeug muss jetzt zuerst geladen werden. Das ist im Endeffekt das alles Entscheidende und auf eine wirklich sehr günstige, neue modulare Charging-Möglichkeit. Das hier nochmal, glaube ich, das letzte Foto. Unten Legenium haben gerade gestern den dritten Preis beim Sächsischen Gründerpreis gewonnen. Sind wir natürlich sehr froh, dass wir mit den Kollegen auch zusammenarbeiten. Und als allerletztes hier Karl und Carla. Die Jungs, die aus Dresden kommen, kennen die natürlich. Die stehen hier vor der Tür und haben im Endeffekt so eine Art Carsharing für Nutzfahrzeuge. Da wird es auch ein relativ großes Announcement in 2 Wochen geben. Also Karl und Carla ist ein Unternehmen, was weiter expandiert in weitere Städte. Und wie gesagt, hier auch bei uns im Inkubator gewesen. Und wir lernen natürlich von denen, und das ist eben auch der entscheidende Punkt. Das war der letzte Slide. Also das sollte nochmal die verschiedenen Startups zeigen, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben. Und man kann sagen, wir haben jetzt insgesamt 17 Startups hier in der Gläsermanufaktur gehabt. Man kann sagen, dass wir mit 5, 6 noch in sehr, sehr intensivem Austausch sind. Dass wir mit 3, 4 einen losen Austausch haben und dass wir mit anderen 7 oder 8 keine Kontakte mehr haben. Weil das ist eben auch Teil eines Inkubatorprogramms. Ein paar Themen fliegen und ein paar Themen werden nicht fliegen. Und das werden wir und das lernen wir in diesen 6 Monaten. Und das ist auch ein Learning, dass man, glaube ich, nach 6 Monaten ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, macht es Sinn, mit den Startups weiterzuarbeiten? Ist es hilfreich? Und ich kann die 5, 6 Startups, die ich gerade gezeigt habe, sind auch Teil der Volkswagen-Familie jetzt geworden, wo wir einfach auch besser und schneller und agiler geworden sind, dank der Startups. Und deshalb ist das Programm auch ein wichtiges, das wollte ich hier mal vorstellen, dass auch wir als Dickschiff, als schwerfälliges Unternehmen, es dann doch immer auch mal schaffen, schnell zu sein, schnell zu agieren, aber wir nutzen dafür auch Hilfe und das muss man ehrlicherweise auch offen mal so sagen. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in den Wandel bei Volkswagen, der ja weltweit stattfindet und den Konzern betrifft, aber auch hier in die Ideenwelt des Inkubators, weil ich glaube, für die smarte Mobilität der Zukunft brauchen wir vor allem viele neue Ideen. Jetzt kommen wir zur Podiumsdiskussion. Ich würde Daniela Klukoc mal bitten, Platz zu nehmen.
Und dann würde ich kurz unsere weiteren Referenten vorstellen. Es ist Professor Dr. Jürgen Grimling, Ingenieur müsste man ja noch sagen. Ganz herzlich willkommen. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Verkehrsleitsysteme und Prozessautomatisierung an der TU Dresden, hat seinen Schwerpunkt im Bereich Verkehrstelematik. Und er beschäftigt sich ganz viel auch mit automatisiertem Fahren, sowohl auf der Schiene. Bei der Innovet. Genau. Und Geschäftsführer des Instituts für angewandte Verkehrstelematik mit der schönen Abkürzung Innovet. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Bestimmt super. Danke. Unser nächster Experte kommt von den Dresdner Verkehrsbetrieben. Das sind die, die hier ihre gelben Fahrzeuge herumfahren lassen. Martin Gawalek, Studium der Verkehrswissenschaft an der TU Dresden. Ich weiß nicht, ob Sie sich da schon begegnet sind. Damals noch nicht. Jetzt umso öfter. Ne? Jetzt umso öfter, genau. Das kann ich mir denken. Geschäftsleiter Verkehrsbetrieb, früher bei DB Regio, also beim großen Bahnunternehmen, und seit 2016 Centerleiter für Verkehrsmanagement und Marketing bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Vielen Dank. Ja. Und aus der neuen Mobilitätswelt kommt Roland Werner zu uns. Er ist Head of Government Affairs and Policy beim eigentlich nicht mehr Startup Uber, aber einstmals Startup. Von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler, er hat aber auch einen engen Bezug zu Sachsen. Er war Fraktionsgeschäftsführer in der FDP-Landtagsfraktion, später dann Staatssekretär im Wirtschafts- und Verkehrsministerium hier in Dresden für den Bereich Verkehr. Und verantwortet heute bei Uber die politische Kommunikation im deutschsprachigen Raum und in Südeuropa. Lieber Roland Werner, ganz herzlich willkommen. Guten Tag. So, jetzt muss ich mir noch einen Sitz suchen. Ja, ich starte mal mit der üblichen Frage bei Verkehrsveranstaltungen. Meine Experten hier, wie ist denn jeder hierher gekommen? Ich frage mal ganz, fang mal ganz außen an. Das wird nicht weiter verwundern, ich bin wirklich mit der Straßenbahn gekommen. Sehr gut. Herr Professor Grimling? Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad gekommen, ich fahre sehr gern Fahrrad. Ich bin mit dem Zug gekommen. Ich bin auch mit dem Zug gekommen und habe noch die Frage, wie ich heute Nacht zurückkomme, aber da werde ich noch eine App versuchen auszuprobieren. Also wir sehen, Mobilität ist vielfältig und jeder hat auch wahrscheinlich andere Mobilitätsanforderungen. Deshalb würde ich in dem Block 1 gerne mal das Thema Mobilitätsverhalten und Mobilitätswünsche beleuchten wollen. Ich habe mir mal im Vorfeld so Zahlen angeguckt, weil jeder denkt ja so, wenn man in so einer Stadt ist, wer benutzt eigentlich was? Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Wenn wir uns deutsche Großstädte angucken, dann werden wohl um die 50% der Wege im Individualverkehr zurückgelegt, sozusagen als Fahrer oder Mitfahrer. ÖPNV so 20-25%, Fahrrad 15% und Fußverkehr immer 25%. Fußverkehr vergisst man sehr oft, dass da doch erhebliche Wege zurückgelegt werden. Und ich möchte mal mit Professor Grimling einsteigen. Wenn es sich jeder frei aussuchen könnte, wie er unterwegs ist und vielleicht auch das Kostenargument nicht zählt, was wäre denn der bevorzugte Mobilitätswunsch, wie man sich in einer Stadt fortbewegt? Also der bevorzugte Wunsch ist, glaube ich, auch bei jedem unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die gern und gemütlich sich in die Straßenbahn setzen, sich die Stadt anschauen. Das ist ja auch ein Vorteil der Stadt wie Dresden gegenüber beispielsweise Hannover. Wir haben die Straßenbahn oberirdisch. Hannover ist es eigentlich unterirdisch, da fahre ich als U-Bahn quasi. Wird auch teilweise gebraucht, will ich jetzt auch nicht negativ bewerten. Aber es macht Spaß, sich in Verkehrsmittel der DVB zu setzen und auch in enger Zusammenarbeit mit uns auch weiterzuentwickeln, auch nicht die Verkehrsmittel, sondern die Steuerung, dass sie noch schneller durch die Stadt kommen. Das ist die eine Seite. Ich persönlich fahre auch gern mal Auto, aber nicht in der Stadt. Ich fahre gern Auto, ich stehe nicht gern Auto, will ich dazu sagen. Und meine Tochter, die wohnt hinter Stuttgart, das sind 550 Kilometer, dort bevorzuge ich tatsächlich, trotz Bahnkarte, die ich habe, bevorzuge ich das Auto. Aber hier, wenn ich in der Umgebung bin, ich fahre so gern Fahrrad, also ich fahre gern durch die Stadt, gucke mir bestimmte neue Entwicklungen an dabei. Ich fahre auch sehr, sehr gern mal mit dem, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, mit dem Fahrrad nach Meißen und halte in so einer Besenschenke an und lass es mir gut gehen dabei. Also ich bin so wirklich der Vertreter der Mobilität mit allen Möglichkeiten. Ja. Beispielsweise habe ich auch schon zweimal New York Marathon mitgemacht, das muss man am Rande zu erzählen. Wow. Also ich laufe auch gern und nutze natürlich das Umfeld auch der Sächsischen Schweiz. Dort fahre ich natürlich mit S-Bahn hin. Also da kriegt mich kaum jemand mit dem Auto hin, nur in äußersten Notfällen mal, um dort auch richtig schöne Runden zu drehen. Und ich glaube, das macht so eine Stadt wie Dresden auch lebenswert, dass man mit verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich der eigenen Bewegung zu Fuß durchkommt, dass man auch insgesamt auch Bedingungen hat, die für alle
erträglich sind. Sicherlich wird jetzt der Fahrradfahrer sagen, ich will das dort besser haben, der Autofahrer sagen, ich will dort den Stau nicht haben. Die DVB werden sagen, also die dreiste Stelle gefällt mir nicht an der Stelle. Aber insgesamt sind wir in Dresden gut aufgestellt und haben auch gute Kompromisslösungen gefunden, sodass eine Mobilität insgesamt sehr schön durchführbar ist. Ja, Vielfalt in der Mobilität als Stichwort. Jetzt möchte ich gleich nochmal nachfragen. Wir haben ja nahezu in allen Städten mittlerweile eine Diskussion über die Frage, wie viel Raum darf der Verkehr insgesamt einnehmen. Ich glaube, auch die Anforderungen an Lebensqualität sind gestiegen, an ja, ruhige Wohnumgebung. Jeder möchte gerne das Mobilitätsangebot nah haben, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Und deshalb die Frage, wie entwickelt sich eigentlich der Anspruch an Verkehrsfläche in urbanen Zentren? In der Regel haben wir wachsende Städte, auch Dresden ist eine wachsende Stadt, muss mit mehr Menschen klarkommen. Wir haben auch eine stärkere Besiedlung, sage ich mal, des direkten Umlandes, Leute, die in eine Stadt zu einem gewissen Zeitpunkt reinkommen und wieder raus wollen. Welche Diskussion führt man dann? Vielleicht auch nochmal ein Aspekt, Sie haben es schon selbst gesagt, Thema Radverkehr. Man hat ja immer den Eindruck, alles dreht sich um den Radverkehr und der Radverkehr wird benachteiligt. Aber wie kann man ihn sinnvoll in ein Gesamtverkehrssystem einordnen? Also beginnen wir mit dem ersten, mit den Flächen. Dazu vielleicht eine Zahl. Es wird ja immer wieder diskutiert, die Autos werden immer mehr oder werden weniger, je nachdem, aus welcher Richtung man es beschaut. Wir haben seit 1992 übernehmen wir die Daten, die die Stadt zur Verfügung stellt, beziehungsweise ermitteln die mit. Wir haben tatsächlich steigende Pkw-Zahlen gehabt bis 2005. Dann kam die Autobahn in Betriebnahme, der A17. Dann gab es einen deutlichen Rückgang und seitdem hat sich es ein bisschen nochmal nach oben bewegt und wirklich konstant. Man kann sagen, jedes Jahr die gleiche Anzahl Pkws, klingt im ersten Moment schlimm. Aber wenn man dagegen hält, dass wir eine deutlich wachsende Stadt sind, ist das ja doch eine Reduzierung des Pkw-Anteils. Das darf man nicht ganz vergessen dabei. Also eine sehr angenehme Geschichte. Fahrradfahrer. Natürlich möchte jede Stadt versuchen, beispielsweise für mich, wenn ich nach Münster komme und komme aus dem Bahnhof raus und sehe das riesige Parkhaus und so, toll für die Fahrräder. Das ist so ein Punkt, den ich mir in Dresden wünschen würde. Wenn ich aus dem Bahnhof rauskomme als Fahrradfahrer oder auch als Gast und sehe die ganzen Fahrräder dort halb vergammelt, dort überall rumhängen und so. Ich glaube, dort wäre es mal notwendig, in die Infrastruktur zu investieren. Andererseits passiert aber auch viel momentan in Dresden für die Fahrradfahrer. Es werden also auch Fahrtstreifen zurückgebaut an manchen Stellen, wo es durchaus spannend ist, wo man auch mal das Ergebnis abwarten darf. Aber da passiert wirklich aus meiner Sicht genügend. Man muss wieder, da komme ich wieder zu meiner Anfangsaussage zurück, man muss, glaube ich, auch das Gleichgewicht behandeln. Ich kenne jetzt eine Stadt, ohne die zu nennen, im Norden, die haben jetzt vor, im Innenstadtbereich Ladesäulen zu installieren, was ja mehr als begrüßenswert ist, aber genau in die Ladeflächen, wo die Gewerbetreibenden ihre Anlieferung reinbekommen. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll so ein anlieferndes Fahrzeug dann plötzlich so ein Elektrofahrzeug wegschieben? Natürlich brauchen wir die Ladesäulen. Aber diese gesamtheitliche Betrachtung, ich möchte ja die Innenstadt auch weiter attraktiv gestalten, dazu gehört nun mal die Anlieferung. Die ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Okay, vielen Dank. Jetzt würde ich mal überleiten zu einem weltweit agierenden Unternehmen, der Firma Uber, die in vielen Großstädten und Metropolräumen weltweit unterwegs ist. Welche Megatrends beobachtet man denn, die weltweit gültig haben? Und gibt es gegebenenfalls Unterschiede zu den, sag ich mal, deutschen urbanen Räumen, dort wo Uber selbst heute aktiv ist? Ja, also Megatrends, die man schon beobachten kann, ist, dass der Pkw bei Weitem nicht mehr den Wert als Statussymbol hat, wie er früher mal hatte. Sicherlich manche Produkte von diesen anderen Marken, die Sie ja vorher noch gezeigt haben, die früher ja hier auch direkt auch produziert wurden, erfüllen das sicherlich noch, sicherlich auch die SUVs. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon anders. Also als ich mein erstes Auto gekauft habe, da war man noch wirklich mit 17 Jahren und 17 dreiviertel Jahren stolz, endlich sein erstes Auto zu haben. Jetzt geht es ja sogar ein Jahr früher. Trotzdem beobachtet man, dass viele junge Menschen sich doch zuerst lieber so ein Gerät kaufen und dafür sogar mehr Geld ausgeben, als viele von uns vielleicht für ihr erstes Auto seinerzeit ausgegeben haben. Und ich will nicht sagen, dass, und das ist ja gerade auch in Sachsen ein Riesenthema mit großen ländlichen Räumen, es Fälle gibt, wo zwingend auch auf lange Zeit ein Privat-Pkw notwendig sein wird. Aber es hat eben nicht mehr diese Statussymbolfunktion. Und das erleben wir wirklich weltweit. Wir erleben auch, dass die Menschen immer mehr und das ist auch bei der Frage wieder, wie wird der Verkehrsraum aufgeteilt, natürlich eine sehr spannende Frage.
Immer mehr eigentlich alles so schön, einfach, komfortabel, seamless, wurde vorher schon gesagt. Am besten über eine App buchbar haben wollen, wie sie sich von A nach B fortbewegen können. Und gleichzeitig wird aber immer noch, auch in Deutschland, sehr intensiv so geplant. Man sagt, ja, jetzt wollen wir mal hier in Dresden, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, eine Straßenbahnlinie bauen. Dann nennt man das Konzept 2020, stellt aber fest, 2020 ist man auch noch nicht so weit und muss es wahrscheinlich nochmal 10 oder 20 Jahre länger benennen. Das heißt, wir haben unendlich lange Zyklen für alles, ob es die Eisenbahn ist, ob es die Autobahn ist, ob es die Straßenbahn ist. Auch der Fahrradweg übrigens, das ist ja auch katastrophal, wie schwierig es ist, Fahrradwege in Deutschland zu bauen, bürokratisch. Und gleichzeitig erleben wir aber, dass solche Dinge wie app-basierte Mobilitätsvermittlungsunternehmen wie meins vor ein bisschen über 10 Jahren gegründet wurde. Da war ich ja selbst seinerzeit im Ministerium. Da hatten wir keine Ahnung davon, dass da gerade Uber und noch ziemlich viele andere ähnliche Unternehmen gegründet werden. Und es hat trotzdem so unglaublich schnell, eben weil es eben so einfach darstellbar ist, auch so einfach skalierbar ist, eben doch zu einem erheblichen Veränderungen geführt. Also wir haben, vor Corona sind jetzt natürlich die Zahlen, aber über App gesteuert 5 Millionen Fahrzeuge von unseren Partnern weltweit in um die 70 Ländern, die täglich Millionen Fahrten mit Millionen Fahrgästen durchführen. Und dass so etwas sich so schnell verändern kann, ist schon ein so ein Megatrend, der da ist. Vielleicht gleich nochmal nachgefragt, wenn man schaut, wo Uber in Deutschland vertreten ist, sag ich mal, Dresden ist eine 500.000-Stadt, es gibt viele 500.000-Städte, wo Uber ist, jetzt sag ich mal, Genf greife ich mir mal heraus. Was sind die Hindernisse oder die Entscheidungskriterien, wann es sich für einen Mobilitätsdienstleister wie Uber lohnt, in einer Stadt an den Start zu gehen? Das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Natürlich kommt es erstmal darauf an, gibt es Mobilitätswünsche, gibt es auch Mobilitätsanbieter, die dann vermittelbar sind, weil wir vermitteln ja lediglich andere, ob das über 1000 Taxibetriebe sind, mit denen wir zusammenarbeiten in Deutschland, oder dann noch einige Mietwagen-Chauffeurunternehmen. Aber im Endeffekt hängt es auch sehr damit zusammen, wie die Regeln sind. Also ich will mal ein Beispiel nennen und komme da gleich auch auf die Elektromobilität. Wir sind in Portugal, einem sehr linksregierten Land, sehen, dass sie den Regulierungsrahmen angepasst haben, sehr mutig angepackt haben. Also da ist eine sozialdemokratische Regierung mit einem Koalitionspartner so eine Art Linkspartei. Die haben trotzdem im gesellschaftlichen Konsens ihre Regeln auf das digitale Zeitalter fortgeschrieben. Es ist super simpel, dort Chauffeur zu werden. Man muss sich zwar registrieren, man muss mal den Hintergrund abgeprüft bekommen, sprich, dass man nicht kriminell oder gesundheitlich auffällig ist. Aber ansonsten kann man dann fahren, wenn man angemeldet ist. Was hat das zur Folge? Dass wir eben nicht nur in Lissabon oder in Porto sind, sondern dass wir die gesamte Algarve seit Jahren bedienen. Auch jetzt während Corona, während dort keine Touristen waren. Wir darüber nachdenken, womöglich die App fürs gesamte Land zu öffnen. Und wir letzte Woche gesagt haben, ab sofort lassen wir gar keine Verbrenner mehr zu auf unserer Plattform von neuen Partnern in Lissabon. Also in den ländlichen Räumen geht das noch nicht, aber in den Großstädten geht das schon. Weil sich es eben so verbreitet, weil gerade auch Dinge wie Elektromobilität über eine Plattform vielleicht einfacher zu betreiben sind, als wenn Sie sich privat so ein Fahrzeug anschaffen wollen und dann vielleicht doch einmal im Jahr schnell ad hoc Freitagnachmittag noch an die Ostsee fahren wollen. Auf einer Plattform weiß ich ja vorher, was ist der Beförderungswunsch, wie ist die Reichweite, kann ich dieses Fahrzeug vermitteln oder nicht, und wenn nicht, geht es halt an eine von den vielen modernen Charging-Infrastrukturen. Und deswegen ist eben das große Problem in Deutschland, der Rechtsrahmen ist mit der höchste in Deutschland. Also während ein konservatives Land wie Polen, ein linkssozialdemokratisch regiertes Land wie Portugal das energisch angepackt hat, Tschechien hat gerade sogar während Corona wurden die Regeln dann noch fertiggestellt, auch super liberal organisiert, ist es hier in Deutschland so, dass beispielsweise jeder Chauffeur in so einem Bereich, Mietwagenchauffeure, immer wieder leer nach jeder Fahrt zurückfahren muss. Das heißt, wenn ich jetzt vom Hauptbahnhof hierher gefahren wäre, der Unternehmer hat vielleicht irgendwo nahe der Autobahn A4 seinen Betrieb sitzt, dann muss er nachher wieder quer durch die Stadt leer fahren. Und was hat das zur Folge? Dass eben so eine Ansage, die wir in Lissabon machen können mit Elektrofahrzeugen, wir in Deutschland nie machen können, weil da sagt natürlich jeder Unternehmer, ja, seid ihr verrückt, ihr wollt uns jetzt motivieren, Elektrofahrzeuge auf die Plattform zu bringen, aber das Thema Reichweite, was ja schon noch ein Thema ist, auch Stück für Stück besser wird, ist natürlich diametral so einer etwas antiquiert klingenden Regel, die 1982 eingeführt wurde, im Weg. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber es ist, glaube ich, sehr symbolhaft für die Schwierigkeit, die wir in Deutschland haben mit solchen Dingen. Okay, jetzt würde ich gerne die Brücke zum klassischen ÖPNV schlagen. Wir haben ja alle gesehen, Corona hat, glaube ich, unser aller Leben sehr, sehr stark verändert, egal in welcher beruflichen Funktion wir unterwegs sind, natürlich auch für den Verkehrsbereich.
Wer gesehen hat, der Nachfragerückgang bei Bus und Bahn, wie stellt sich das aus DVB-Sicht dar und was erwarten Sie für die nächsten Jahre? Wir hatten ja zuvor, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung aus Dresdner Sicht, dass durchaus die Nutzerzahlen gesteigert werden konnten. Wie stark hat sich das jetzt getroffen und wann hoffen Sie wieder, sage ich mal, zum in Anführungsstrichen Vor-Corona-Zustand zurückzukommen? Genau. Corona hat die Gesellschaft als Ganzes getroffen. ÖPNV-Unternehmen sind davon nicht ausgenommen. Innerhalb von kurzer Zeit sind unsere Fahrgastzahlen enorm zurückgegangen, das muss man sagen. Unsere wirtschaftliche Stabilität hat sehr damit zu tun, dass wir einen hohen Anteil Zeitkartenfahrer haben, Abonnementen haben, die uns treu geblieben sind. Mhm. Im Barverkauf hatten wir Einbrüche bis 90%, das muss man sagen. Wir sehen aber eine Erholung. Wir sehen sie in Sachsen schneller, als wir sie in anderen deutschen Gebieten sehen, bei den Unternehmen, mit denen wir uns austauschen. Und wir sehen, dass die Kunden durchaus wieder zurückkommen. Peu à peu, in den letzten Wochen immer wieder mehr. Wir sind jetzt ungefähr bei 70-75% des normalen Niveaus. Das normale Niveau sind in Dresden 500.000 Menschen, die täglich mit uns fahren. Das kann man sich vorstellen, sind 250.000 Gesichter, die fahren zweimal. So ungefähr zählt man das. Das heißt aber, dass das ein relativ hoher Anteil ist. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist wünschenswert oder wohin möchten wir uns entwickeln, natürlich glauben wir als öffentlicher Verkehr an die Bündelung von Verkehren. Als ganz zentrales Element dafür, Städte lebenswert zu machen, Flächennutzung effektiv zu gestalten. Und das ist nun einfach so, dass ein gebündelter Verkehr deutlich weniger Flächennutzung hat pro Fahrgast als Individualverkehr. Und insofern ist es vielleicht weniger eine Frage dessen, was möglich ist, sondern dessen, was wünschenswert ist. Für lebenswerte, moderne Städte, für eine Mobilität, die für den Einzelnen intuitiv und optionsreich ist, das ist, glaube ich, entscheidend, weil Mobilität entsteht in den Menschen drin, nicht an den technischen Möglichkeiten um sie herum. Und genau diese Kurzfristigkeit der Verkehrsmittelwahl, diese Angepasstheit an den jeweiligen Tagesablauf, gehe ich einkaufen, bringe ich Kinder zur Schule oder in den Kindergarten, was ist für ein Wetter, wo muss ich heute hin, das ist ja entscheidend für die Zukunft, das möglichst kurzfristig treffen zu können, eine hohe Optionalität zu haben. Und den jungen Menschen ist es zunehmend egal, was ihr Mobilitätsbedürfnis erfüllt. Wichtig ist nur, es ist verfügbar. Und das ist etwas, wo wir in die Zukunft schauen, wo wir sagen, als Mobilitätsdienstleister möchten wir uns in diese Richtung entwickeln. Mobilitätsoptionen hatten Sie als Stichwort genannt. Sie verantworten, glaube ich, auch das Projekt MOBI, steht als wundervolle Abkürzung, glaube ich, für multimodale Services. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen genauer erzählen, was sich dahinter verbirgt. Genau, die MOBI-Welt ist unsere Markenwelt für die neue Mobilität, die Themen der New Mobility. Da geht es um die gesellschaftlichen Trends aufzunehmen, das Sharing, der Optionalität, wie ich es schon gesagt habe, mich besitzen ist nicht mehr der Anspruch der jungen Leute. Es geht um das Teilen, es geht um die kurze Verfügbarkeit. Und das sehen wir als relevanten Trend in der Mobilität und möchten dort eben unseren Input auch geben. Wir glauben auch an das Thema Sharing, auch Pooling durchaus. Mhm. Also diese Modelle haben ihre Berechtigung, wenn sie sich in ein gesamtes ÖPNV-Mobilitätsnetz integrieren. Das heißt, wenn sie integraler Teil davon sind. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo es sich lohnt, genau hinzugucken, inwieweit es eben wünschenswert ist, nachhaltig und für eine moderne Stadtentwicklung eben zuträglich. Ja, gleich mal nachgefragt, kann sich Uber eine Kooperation mit der DVB vorstellen oder mit anderen Verkehrsbetrieben? Nein, selbstverständlich, und wir machen das auch schon. Wir sind schon in 30 Städten der Welt, arbeiten wir mit dem ÖPNV, bieten wir über unsere App die Dienstleistungen an, in einigen Städten sogar schon mit Ticketing. Bloß ich habe ein bisschen ein Problem mit der Aussage, was ist die wünschenswerte Mobilität? Weil wir denken vom Kunden aus. Das heißt, da sind Sie dann dabei und sagen, ich will jetzt von da nach da oder nach da. Ich will vielleicht zu einer Uhrzeit, wo auch der Takt eng fährt und ich ein bisschen noch Zeit habe, vorgehen, Straßenbahn etc., aber dann vielleicht nachts, wenn es dunkel ist und man ausgedünnte Taktverkehre hat, vielleicht fahre ich dann doch lieber direkt und vielleicht auch alleine und gar nicht geshared hin. Und das ist für mich so ein bisschen eben diese unterschiedliche Herangehensweise. Wir denken von vornherein nur vom Produkt, vom Kunden, arbeiten dann quasi minütlich, sekündlich nach dem Kundenfeedback nach. Und oftmals wird es ja andersrum gemacht, was auch mit den Planungszyklen zu tun hat. Wenn man mal 30 Jahre für all das inklusive ganzen Verträglichkeitsprüfungen braucht, ist es natürlich schwer zu sagen, wo wollen Sie jetzt in 30 Jahren um 19.20 Uhr hin?
Aber ich glaube, es ist eben schwierig, weil ich glaube, es funktioniert nur, wenn man da auch ein Stück Freiheit, Freiraum auch ranlässt. Und wir erleben eben, wir machen Pooling in 30 Städten der Welt. Das ist alles andere als trivial. Und wenn da die Rahmenbedingungen zu eng gesetzt sind, also wir machen das jetzt in Städten, Paris, London, viele andere Orte, wo es im Grunde genommen weder eine Preisregulierung noch eine Uhrzeit-Fahrzeugbeschränkung gibt, sondern wo man sich täglich, wöchentlich neu wieder dran rantastet. Trotzdem ist es eben sehr schwierig. Und ich sehe die große Sorge in Deutschland, wenn die Rahmenbedingungen so eng bleiben, auch mit Verlaub, wenn man es nur dem ÖPNV gestattet, so etwas zu machen, werden wir das in Deutschland nicht sehen. Und das ist ganz dramatisch, weil ich frage jetzt Sie mal in die Runde, wer von Ihnen hat denn ein deutsches Smartphone? Und wir sitzen hier bei Volkswagen im Haus. Und überlegen Sie, was für ein Drama sich da entwickeln kann, wenn wir die Rahmenbedingungen in den 60er, 80er Jahren lassen und damit auch ein bisschen die Zukunftsfähigkeit unserer wichtigsten deutschen Industrie riskieren. Und deswegen, glaube ich, muss man da offen daran denken. Wir denken in Partnerschaft mit ÖPNV, weil wir glauben, was wir gut können, sind diese individuellen, vielleicht mit kleineren Fahrzeugen, die Mobilität organisieren. Was wir nicht können, das ist wirklich das, wo Sie erstklassig sind, exzellent sind, sind diese größeren Verkehre, das Gebündelte, die Bahn, die Straßenbahn, die Bus, Hochfrequenzlinie, die S-Bahn und Ähnliches. Und ich glaube, wenn man das dann zusammendenkt, passt das. Aber das wird in Deutschland leider so ein bisschen so gedacht, so ein bisschen sehr etatistisch, wie man das eigentlich seit 30 Jahren ja nicht mehr wollte. Das muss eigentlich der Staat alles machen. Und dann kann man vielleicht gucken, ob noch ein bisschen was für ein Privates da ist. Und da ist mein Wunsch, dass es ein bisschen eine bessere Balance doch auch kriegt. Ja. Wir vertiefen es da nochmal. Also ist ja auch spannend, dass hier im Podium sich ein bisschen ein Spannungsbogen zum Ausdiskutieren ergibt und nicht immer alle einer Meinung sind. Ich möchte jetzt auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, der was mit Verkehrsorganisation zu tun hat. Denn wir haben, wie schon ganz am Anfang festgestellt, glaube ich, in allen Städten, die wachsen, so ein bisschen die Herausforderung, wie kommen wir mit auch wachsenden Mobilitätsbedürfnissen, mehr Verkehr bei tendenziell weniger Platz, der für Verkehr zur Verfügung steht, zurecht? Und das ist natürlich auch die Frage, welchen Beitrag kann smarte Infrastruktur leisten, können auch Daten leisten, um Verkehr besser zu organisieren. Daniela, du bist Mitglied in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Kann denn künstliche Intelligenz helfen, unseren Verkehr besser fließen zu lassen? Ja, jetzt wäre der normale Witz eigentlich immer zu sagen, erstmal hilft auch menschliche Intelligenz. Weil man wundert sich dann doch, wie schlecht Planung auch in manchen Städten sein kann. Also wie gut auch die rote Welle funktioniert. Aber selbstverständlich kann künstliche Intelligenz enorme Fortschritte, ein Riesenpotenzial. Allein durch Smart Parking, Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass Parkplätze angeben können, ob sie reserviert sind oder nicht. Genau durch so welche Leitsysteme, durch Smart Parking kann der CO2-Ausstoß um so viel reduziert werden, dass das Ganze innerdeutsche Luftverkehr abgedeckt wäre. Also da sieht man tatsächlich die Dimensionen, die auch zu heben sind und die da Möglichkeiten bringen in der Zukunft, müssen natürlich angewendet werden. Und ich hatte vor ein paar Wochen mal gefragt, bei der Corona-App, die ich auch persönlich sehr unterstütze, ich hoffe, alle im Raum haben sie auch, tatsächlich glaube ich, dass genau diese Dinge uns auch weiter voranbringen und genau diese smarte Digitalisierung auch dazu bringt, dass unser Leben besser wird. In diesem Fall die Corona-App dazu hilft, dass wir die Infektionszahlen zurückdrängen können, Infizierte herausfinden können und jeder sich auch selbst und seine Umwelt schützen kann. Also habe ich nachgefragt, wie denn eigentlich die Corona-App in den Ministerien verwendet wird, weil wenn jetzt die Bürger aufgerufen worden sind, sie zu benutzen und ich auch selber sage, Leute, nutzt sie bitte, dann wäre es ja gut, wenn sie auf den Diensthandys auch da sind. Und tatsächlich wird ein Großteil, kann die Corona-App nicht installieren bei den Diensthandys in den Ministerien, weil die Handys zu alt sind. Und das zeigt ganz gut, wie traurig das eigentlich ist. Weil irgendwo ist es witzig und komisch, aber eigentlich ist es sehr dramatisch, wie weit wir mit der Digitalisierung in so, so vielen Bereichen zurückhängen.
Und deswegen ist mein Ziel eigentlich, dass wir jetzt brutal digitalisieren müssen, und zwar tatsächlich mit Meilensteinen, die dann auch abgearbeitet werden. Also ich sage mal zum Beispiel, jedes Ministerium sollte sich mal 1000 Anwendungen innerhalb der nächsten 4 Jahre ausschreiben, die dann von Start-ups, aber auch Unternehmen wie VW und anderen Unternehmen, Konglomeraten vielleicht auch, dann KI-getrieben gelöst werden. Und da gehört die Verkehrsplanung, ist da ein absolut wichtiger Punkt. Dafür brauchen wir aber ganz klar die Digitalisierung. Okay. Für die Verkehrsplanung, smarte Verkehrssteuerung ist auch Professor Grimling bei seinen vielen Projekten zuständig, über die wir uns schon oft unterhalten haben. Bei der, sag mal, schweren Eisenbahn, Anführungsstrichen, also auf der schweren Schiene, gibt es mittlerweile Systeme, Leit- und Sicherungssysteme, die ermöglichen, dass auf dem vorhandenen Gleiskörper bis zu 30% mehr Zugverkehr abgewickelt werden kann. Durch eben digitale Verkehrssteuerung gibt es analog diese Kapazitätssteigerungsmöglichkeiten auch auf der Straße, auch bei der Straßenbahn. Was sind da Ihre Erfahrungen und Ihr Blick, sage ich mal, in die Projekte, die Sie gerade betreuen? Also Kapazitätssteigerung gibt es. 30% ist natürlich eine Zahl, mit der ich nicht dienen kann. Aber wenn Sie sich jetzt mal schauen, die Engpässe in den Städten sind ja häufig die schon erwähnten Lichtsignalanlagen, Klammer Ampeln. Und dort sind das manchmal einfache Sachen, menschliche Intelligenz, bei dem Stichwort wieder, ne? Wo man manches viel einfacher und besser gestalten kann. Das geht damit los, was wir manchmal hatten: wir haben eine grüne Welle, in der grünen Welle fahren 3 Fahrzeuge und eine Straßenbahn mit 3 Minuten Verspätung kommt dort an und muss diese 3 Fahrzeuge durchlassen. Andersrum können wir aber auch sagen, wir haben eine grüne Welle, die ist richtig knackig, viele Fahrzeuge, und die Straßenbahn kommt mit 2 Minuten Verfrühung und macht die grüne Welle vielleicht kaputt. Also die beiden Fälle, und dort sind natürlich Lösungsansätze gefragt, die genau dort Lösungen bringen, die das gesamte System betrachten. Das heißt also, eine verfrühte Straßenbahn muss keine grüne Welle kaputt zu machen, um das vereinfachter darzustellen. Eine verspätete sollte das schon tun. Und in solche Systeme können wir natürlich weiterdenken. Da können wir Fahrradfahrer mit einbinden. Wir können auch selbst Fußgänger mit einbinden und sagen, also wir haben jetzt größere Fußgängerströme, die müssen jetzt entsprechend bedient werden. Wir haben ja Fahrräder dort. Auf jeden Fall sollen die ein längeres Grün bekommen an der Stelle, weil es sind eh nicht viele Autos dort. Können wir also mit ruhigem Gewissen machen. Und dort sich Stück für Stück durchzuhangeln durch die Stadt, das ist natürlich eine Aufgabe, die auch den Willen der Stadt braucht, die auch natürlich Finanzen braucht, aber es sind durchaus förderfähige Gedanken, oder Projekte, die damit zusammenspielen. Und damit kann man die Leistungsfähigkeit für alle Beteiligten erhöhen. Ziel sollte natürlich sein, auch auf einen vernünftigen Model Split zu achten, also dass dann nicht alles am Ende wieder in den PKW reinfließt, das wollen wir alle nicht an der Stelle. Aber Ziel sollte auch sein, beispielsweise neue Formen, Elektromobilität oder aber auch automatisierte Fahrzeuge zu unterstützen. Warum sollte sich ein elektrisches Fahrzeug, was vielleicht sogar in einem Ladezustand momentan nicht so genial dasteht, also eine gewisse Entladetiefe schon hat, warum sollte sich das dann nicht eine Freigabe so besorgen, dass es nicht anhalten braucht, dass es durchrollen kann, dass also der Verbrauch an Elektroenergie minimiert wird, und dann kommt vielleicht sogar eine Gefällestrecke, da kann man noch ein bisschen bremsen und können dann auch auf die Art rekuperieren, dass das alles wieder passt. Das ist alles über Steuerung machbar. Das Thema dabei ist, es muss durchgesetzt werden, und selbst da kommen, was Sie auch sagten, kommen solche Themen wie künstliche Intelligenz können mit reinspielen. Man kann natürlich genau schauen, beispielsweise ganz einfach, also so eine grüne Zeit an einer Ampel wird beispielsweise, der Verkehr wird also nicht irgendwie, wenn man jetzt vielleicht denkt, mit großen Kameras und so erfasst, in allen Zusammenfällen ja. Üblicherweise hat man ein Messmittel, und über das Messmittel fahren die Fahrzeuge drüber, und da wird geguckt, wenn der Abstand zwischen 2 Fahrzeugen mehr wie 3 Sekunden ist, dann brechen wir es grün ab. Könnte ja sein, dass da keiner nur langsam kam, dann kommt nur ein weiterer Pulk hinterher und es ist sonst nichts los, man könnte die nochmal durchlassen. Aber sowas kann man natürlich auch intelligenter gestalten, wenn man schon nur das eine Messmittel hat. Man kann das aber zumindest
dann auch verfolgen. Also wenn das jetzt mehrfach passiert hintereinander, da ist das was anderes. Da ist vielleicht gerade Glatteis da, da muss ich diesen Wert erhöhen oder auch verringern. Wenn ich dann merke, die kommen dicht, dann verringere ich den lieber, damit ein paar mehr drüber kommen, aber dann auch irgendwann Schluss ist. Die anderen würde ich auch bedienen. Da lässt sich also unglaublich viel machen. Und da, das ist jetzt nur mal die Betrachtung relativ lokal. Wenn wir jetzt globaler betrachten, dann sind wir ja, wir haben ja in Dresden auch ein gutes Verkehrsmanagementsystem, dieses WAMU-System, mit dem ja der Verkehr erfasst wird, die Verkehrslage berechnet wird, prognostiziert wird und daraus auch der Verkehr geleitet und gesteuert wird. Das Problem dieses Systems besteht eigentlich darin, dass der Verkehr ja neuerdings dann, wenn man so ein System betrachtet, an der Stadtgrenze aufhört. Er fliegt in ein Loch rein und kommt aus dem Loch wieder raus. Die Praxis sieht ein bisschen anders aus. Und dass aber dort unterschiedliche Behörden zuständig sind und die müssen erstmal miteinander reden, damit man Lösungen findet. Und da sind wir zum Glück jetzt in Sachsen auch einen guten Weg. Also es wird jetzt in eine Zentrale aufgebaut, eine sogenannte Verkehrsrechnerzentrale. Darf ich jetzt mal für Sachsen ein bisschen Werbung machen? Ja, ja Sachse. Dort fließt dann die ganzen Informationen zusammen. Dann gibt es jetzt die wirklich Pilotprojekte. Es ging auch ein bisschen durch die Presse, Ausbau der B170 Richtung Bannewitz. Dort ist ja auch die Stadtgrenze dazwischen, dass das fürs automatisierte Fahren insgesamt vorbereitet wird, dass die Stadtgrenze eben keine Rolle spielt, dass man von der Autobahn über die B170 dann in die Stadt reinfahren kann, bis zum Fritz-Förster-Platz auch weiter dann auch automatisiert fahren kann. Also sehr lobenswerte Projekte bis hin zu solchen Themen, dass jeder kennt das Dilemma ja, auf der A4 wird halt immer wieder gebaut, muss auch gemacht werden, wir haben laufend Unfälle und wer sich dann genauer in Meißen auskennt, spürt das ganz genau, dann ist Meißen zu. Und jetzt wird also ein Projekt angeschoben, das nennt sich Meißen Regional, dass für diese Fälle auch in Meißen neue Verkehrssteuerungsmaßnahmen kommen. Das kann sogar so weit kommen, dass am Schottenbergtunnel eine Blockabfertigung kommt, also dass dann die Verkehrsteilnehmer, die nun unbedingt durch Meißen fahren wollen, dann Pech haben, inklusive der Erfassung der Reisezeiten, der Information der Verkehrsteilnehmer, wo kommst du wirklich besser mit welcher Reisezeit, um möglichst diesen Verkehrskollaps in Meißen, da hängt ja auch der ÖPNV mit dran, die Verkehrsgesellschaft kommt ja auch nicht weiter, dann wirklich zu vermeiden. Dann würde ich auch gleich mal nachfragen, Herr Gawalik, wie smart sind denn Ihre Fahrzeuge heute und was können die in 10 Jahren, was sie heute noch nicht können? Also sie sind schon sehr smart und dank der Kooperation auch insbesondere mit Herrn Professor Grimling sind wir da, glaube ich, so unterwegs, dass wir deutschlandweit keinesfalls verstecken müssen. Verkehrsmanagementsysteme sind die Zukunft moderner Mobilität in Städten, definitiv, weil sie genau das unterstützen, dass diese Optionalität, diese wie komme ich an diesem Tag am schnellsten zu meinem Ziel oder am sichersten oder am komfortabelsten unterstützen. Und genau diese Daten, die aufgenommen werden von den Fahrzeugen, von den Lichtsignalanlagen, da geht es darum, die auch zu poolen und nutzbar zu machen. Und zwar so nutzbar zu machen, dass wir sie einmal für unsere betrieblichen Zwecke nutzen können, aber auf der anderen Seite auch für den Kunden in einer App darstellen können, um ihm genau diese Informationen zu geben. Heute haben wir eine Störung an der Stauffenbergallee, nimm das Fahrrad. Oder nein, es regnet in einer halben Stunde, nimm Car, irgendwas, ein Sharing Car. Das sind die Dinge, die die Zukunft ausmachen möchten. Und das ist auch, wo wir uns sehen an einer Stelle, dass wir innovativ mit der Wissenschaft unterwegs sein möchten. Unsere Fahrzeuge sind wandelnde Sensoren, heute, aber in Zukunft noch viel mehr. Wir möchten Informationen über die Auslastung, über Temperaturen, CO2-Gehalte, alles das können die Fahrzeuge in Zukunft aufnehmen. Und damit prognostizieren wir natürlich, wie verhält sich Verkehr in der Stadt, können einen Teil dazu beitragen, dass Datenplattformen das aufnehmen und eben nutzbar machen. Da sehen wir uns in einer Rolle, wo wir gerne mit der Wissenschaft, mit der Stadt unterwegs sind, um das nach vorne zu bringen. Ja, sehr schön. Wir sind hier in einem Haus, wo Autos gebaut werden. Und am Auto scheiden sich ja bekanntlich die Geister, das merkt man nicht nur an der Diskussion, die hier in Dresden stattfindet, genau eine Diskussion haben wir auch in Berlin mit einem Senat, der da auch ja zum Teil eigentümliche Vorstellungen hat und für den einen Auto so das Symbol von Freiheit und Unabhängigkeit, für den anderen vielleicht auch ein Feindbild oder eine Gefahr im Straßenverkehr. Ich glaube, beides erleben wir. Und das Auto wurde ja auch schon oft totgesagt, zumindest für den Verkehr in den großen Städten. Auf der anderen Seite haben wir auch gehört, so die Pkw,
Dichte in den 20 größten deutschen Städten ist heute eigentlich höher als vor 10 Jahren, obwohl eigentlich überall die ÖPNV-Systeme ausgebaut wurden. Jetzt die Frage an Professor Grimling, ist das nochmal so das letzte Aufbäumen des Autos oder werden wir auch 2050 in unseren Städten noch relativ viele Autos sehen, die dann vielleicht autonom fahren oder anders aussehen als heute oder durch die Luft fliegen, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht oder wir wissen es zumindest noch nicht. Was schätzen Sie, was ist Ihre Prognose, wenn wir mal ein paar Jahrzehnte vorausschauen? Also die Autos werden nicht verschwinden. Wir brauchen ja schon beispielsweise Lieferverkehre, die können wir nicht alle nur mit einfachen Fahrzeugen machen. Wir wollen die Innenstadt ja auch attraktiv gestalten. Das heißt, die Geschäfte müssen angeliefert bekommen. Das muss alles funktionieren an den Städten. Wir werden auch weiterhin Mobilitätsformen haben, wo es schwierig ist, auf das Auto zu verzichten. Wenn ich jetzt an den ländlichen Raum denke, mit einer bestimmten Anbindung, wir können nicht überall eine Schiene hinbauen, so schön das wäre. Was wir allerdings können, und da sind die Chancen, wieder doch Verkehre zu bündeln. Und da sind wir beim automatisierten Verkehr. Gerade im ländlichen Raum und dann auch in Stadtrandlagen beispielsweise, die bis zu einem bestimmten Punkt mit dem ÖPNV erschlossen werden, dann aber doch zu diffus sind, um eine intensive Erschließung zu bringen, bietet sich es nicht natürlich an, On-Demand-Verkehre zu machen und diese On-Demand-Verkehre dann auch zu automatisieren. Und automatisieren heißt ja am Ende dann auch, dass wir das in der Regel auch nicht unbedingt noch mit Brennstoff, also mit Kraftstoff viel mehr Fahrzeugen machen, sondern dass wir das mit Elektrofahrzeugen, vielleicht auch das Thema Wasserstoff dort mit reinspielen machen können. Aber auch das sind natürlich irgendwie Autos dann, auch wenn es kleine Busse sind für 10 Personen und so. Also die werden nicht ganz verschwinden. Und eins muss man, glaube ich, auch den Bürgern zugestehen. Es gibt ein paar Leute, die lieben ihr Auto über alles. Also ich kann das jetzt, ich habe einen Freund von mir, ich darf das vielleicht auch so halten, weil der hat sich jetzt in AMD, ist egal welche, also jedenfalls ein Auto gekauft, was ein Rennauto ist, fast ist. Ja, der fährt mit dem zur Nordschleife Nürburgring, um dort zu fahren und der streichelt abends mit der Flasche Bier sein Auto. Ich meine, die Leute werden mal nicht ändern, das ist aber... Das sind Einzelne, muss man auch klar sagen. Das ist jetzt nicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber deswegen sollte man das Auto auch nicht total verdammen, aber sinnvoll so zurückbringen, dass eine Innenstadt wieder lebenswert ist. Also wenn ich eine Innenstadt habe, wo nur Staus sind, wo noch Autos stehen, vielleicht auch noch Verbrenner, dann ist das einfach irre. Das kann es nicht sein an den Stellen. Dort wollen wir uns auch erholen. Die einen erholen sich beim Einkaufen, die anderen beim Spazierengehen, völlig egal, was man macht. Aber dazu brauche ich nicht, möchte ich es nicht mit Gasmaske machen, sondern möchte das wirklich sehr angenehm machen. Also, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, das Auto wird nicht verschwinden, aber es wird weniger werden von der Bildfläche. Ja, das gibt mir gleich die Chance, nochmal überzuleiten auf die Firma Uber, die ja verspricht, mobil sein ohne Autobesitz, aber natürlich mit Autos unterwegs ist. Ich glaube, eins der Versprechen ist eben, dass man Mobilität per App, per Knopfdruck schnell und unkompliziert bestellen kann. Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder auch Untersuchungen, die sagen, na, dieses Sharing und Pooling, es sorgt ja gar nicht dafür, dass wir weniger Autos in den Städten haben. Es gibt US-Städte, wo es eher in Summe mehr Autos dadurch werden. Was ist die Antwort? Was kann wirklich Sharing leisten? Wie viel Prozent der Bevölkerung ist denn bereit, auf ein eigenes Auto zu verzichten, wenn es ein attraktives Sharing-Angebot gibt? Wie gesagt, es hängt sehr davon ab, wie alle Rahmenbedingungen gesetzt sind. Und es kann jetzt nicht nur darum gehen, wie dann die eine App oder es gibt ja auch andere so etwas organisieren, sondern auch ein bisschen kommt es auch darauf an, was es für andere Rahmenbedingungen in der Stadt gibt. Und jetzt ist eine Stadt wie New York, wenn man die jetzt mal, die dann immer gerne als Vergleich genommen wird, glaube ich auch so vom Thema Sicherheit, Service und Sauberkeit des ÖPNVs wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Und das führt dann eben auch dazu, dass es eben auch andere Gründe gibt, wieso man vielleicht zu späten Zeiten, und ich will jetzt keine Städte in Deutschland nehmen, in denen ich aktuell wohne, wo ich auch gewisse U-Bahn-Linien aus besagten Gründen nicht immer gerne nehme. Und das hängt eben auch dann mit so etwas zusammen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wer verzichtet denn auf sein Auto, wenn er noch gar nicht weiß, was er als Alternative hat? Das heißt, es wird immer eine gewisse Übergangsphase geben. Es ging bei mir selbst so. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Uber. Die ersten 2 Jahre habe ich auch nur davon gesprochen, dass eines Tages man dann wahrscheinlich auf sein Auto verzichten kann. Seit 2 Jahren habe ich keins mehr. Ich brauche es schlichtweg nicht. Ich brauche ab und an mal eins. Vielleicht heute Nacht, um noch nach Berlin zurückzukommen, weil man ja ab dem frühen Abend mit der Bahn dann nicht ganz so gut mehr weit wegkommt. Aber da gibt es ja dann entsprechende Sharing-Angebote, die ich mal ausprobieren kann. Und deswegen
es braucht schon einen gewissen Hochlauf, es braucht auch eine gewisse Dichte des Angebots. Es braucht auch sicherlich dann die Möglichkeit, wenn man vielleicht eben nicht nur in der Innenstadt wohnt, sondern auch am Stadtrand oder auch außerhalb, dass es auch dort ermöglicht wird. Aber das hängt eben dann wieder damit zusammen, wie eng die Regeln bemessen sind. Und deswegen, wir setzen ja auch sehr massiv künstliche Intelligenz ein. Wir haben nur in Deutschland größtenteils die künstliche Intelligenz deaktivieren müssen bei uns. Weil die dazu führt, dass wir mit bestehenden Regeln nicht übereinstimmen würden. Also besagte berühmte Rückkehrpflicht bedeutet auch, wir dürfen dem Chauffeur, dem Unternehmen nicht signalisieren, wo es gegebenenfalls 10 Minuten später mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 90% die nächste Fahrt gibt. Nein, wir müssen gesetzlich sie wieder zurücklotsen zu ihrem Firmensitz. Und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich, weil gibt ja die eben schon angesprochene Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und das heißt, man guckt schon intensiv, wie man das auch in Deutschland nutzen kann. Aber wir haben auf der anderen Seite Gesetze, die uns zwingen, das abzuschalten. Und nochmal ganz kurz zu dem Thema auch Staulagen in Städten oder auch benachbarten Autobahnteilabschnitten im Freistaat Sachsen zu betrachten. Ich glaube, da kann man auch sehr viel schaffen, wenn man die Verkehre versucht, ein bisschen zu verlagern. Und das kann man natürlich einerseits, indem man entweder verbietet, man fährt irgendwo noch hinein, wenn CO2, Stickoxide oder andere Werte sind. Man kann es aber vielleicht auch mit dem Preissignal, das macht der ÖPNV teilweise, dass er zu gewissen Uhrzeiten nur den Normaltarif ermöglicht und zu anderen Zeiten gibt es dann günstigere Tickets. Das macht die Bahn und wir machen das KI-gesteuert sekundengenau. Das heißt, wenn die Nachfrage hochgeht und sei es, weil gerade eine Regenwolke durchzieht, gehen wir mit den Preisen ein gutes Stück höher. Gehen aber dafür im Tagesverlauf im Durchschnitt mit den Preisen wieder massiv runter. Was hat das zur Auswirkung? Dass wir die gleiche Verkehrsinfrastruktur staufreier, effizienter nutzen können. Ich glaube nämlich, eigentlich reicht die Infrastruktur, die wir hier haben. Sie ist aber an 1-2 Stunden am Tag vollkommen überlastet. Aber wenn ich jetzt gucke auf die Straßen in Dresden, finde ich keine Staulage. Und das heißt, dadurch können wir die Nachfrage etwas schieben, weil es dann doch immer den einen oder anderen gibt, der dann seinen Mobilitätswunsch nochmal um 10, 20 Minuten verschiebt. Und dann hat das wieder günstiger. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Nur behindern wir uns da selbst noch so ein bisschen. Herr Gawalek hat auch noch eine Ergänzung. Genau, weil das wird es bei Ihnen auch günstiger, wenn die Sonne scheint? Nein. Ich möchte was anderes nochmal sagen. Also erstmal, das Thema Auto verteufeln macht überhaupt keinen Sinn. Ich selbst kann sagen, ich fahre seit 22 Jahren das gleiche Auto. Das ist ein alter VW-Bus. Ich habe da schon eine emotionale Beziehung. Es ist die Frage, wofür nutze ich es und wie baue ich es in meine tägliche Mobilität ein? Das ist der entscheidende Punkt. Das Thema Pricing, ganz tolles Beispiel. Wenn wir über On-Demand-Systeme nachdenken, die autobasiert sind natürlich, dann ist es natürlich eine Frage des zeitlichen Pricings. Ich würde aber gerne auch nochmal einbringen, Bündelungsfunktion territorial in der Stadt. Das heißt also, wenn ein On-Demand-System in einem ländlichen oder einem schlecht erschlossenen Peripheriegebiet bündelt und zu Achsen, ÖPNV-Achsen fährt, können wir das uns durchaus vorstellen, dass es im ÖPNV-Tarif passiert, also deutlich günstiger als im heutigen On-Demand-Tarif. Wenn es dann aber eine individuelle Entscheidung ist, dass der Fahrgast mit dem Sharing-Car bis in die Stadt fährt, also parallel zu dem bündelten ÖPNV, dann kann es ja durchaus teurer sein. Das ist eine individuelle Entscheidung, die wir gerne durchaus mal diskutieren möchten, weil das ist ein integriertes System, wo man ÖPNV-Achsen bedient und Sharing-Modelle miteinander vereinen kann. Das ist durchaus etwas, was spannende Diskussionen sind. Okay, das werden wir dann sicher auch nochmal vertiefen. Ich möchte zu meinem letzten Thema kommen. Das ist natürlich das Thema Komfort und Service. Jetzt sehe ich es mal von der ÖPNV-Seite. Ich bin Dresden, also ich sag mal mit der Tarifstruktur und dem Verkehrssystem, hier komme ich gut zurecht. An Berlin habe ich mich gewöhnt, aber wenn ich nach München komme, dann funktioniert schon die App nicht, die ich in Dresden und Berlin nutze. Wenn man in andere europäische Städte schaut, ob man nach Litauen, nach Vilnius schaut oder nach Helsinki, da ist das deutlich einfacher. Wenn ich in Helsinki am Flughafen ankomme, zu einem Innenstadthotel möchte, gebe ich das in eine App namens Whim ein und mir zeigt es sofort alle Optionen. Ich buche das durch, muss mir gar keine Gedanken machen, welche Bahn, welches Fahrzeug möchte ich benutzen. Ich habe dort, glaube ich, ÖPNV, Taxen, Carsharing und Fahrradverleih mit drin. Warum gibt es das eigentlich nicht in Deutschland? Zuerst die erste Frage an ÖPNV-Experten. Das wird Mobi. Ich dachte okay. Uber. Das kam gleich als nächstes. Nein, natürlich ist das die wünschenswerte Welt. Ein leichter Zugang, ein einfach und intuitiv verstehbarer Zugang für die Menschen,
die vielleicht in eine Stadt kommen, in der sie nicht wohnen, definitiv. Mhm. Die Menschen, die in einer Stadt tägliche Wege haben, finden ihre Routinen. Da kann diese App hilfreich sein, die haben aber andere Beweggründe. Die entscheiden sich dann eher fürs Abo, um sich von diesem ganzen Tarifthema zu befreien. Das ist eh kompliziert. Das sind die Beweggründe. Deshalb, welche Menschen betrifft es? Sind es die täglichen Wege in einer Stadt oder ist es überregionale Mobilität? Wir dürfen auch nicht vergessen, bei den 500.000, die ich da angesprochen habe, sind nur 10% Wege dabei, die überhaupt die Stadtgrenzen verlassen. Mhm. Und das sind aber die, die ganz oft bei diesen Diskussionen über die eine Deutschland-App bemüht werden. Also es ist nur ein Bruchteil von dem Thema. Aber darf ich fragen, wie wären denn die Wege der 250.000 anderen, die zweimal am Tag fahren würden, die heute noch nicht fahren? Wie die wären? Ja, also weil das ist ja immer die Frage. Ich sag mal, wir bewegen uns immer, und das ist für mich, kommt für mich in der Diskussion ein bisschen zu oft, wir reden immer über die, die heute ÖPNV nutzen. Und wir machen uns ja Gedanken über die, die morgen vielleicht Uber nutzen oder eben andere Dinge und vorher ihr Auto genutzt haben. Das heißt, wie kann man die Menschen dazu bringen, wirklich zu sagen, ich lasse jetzt wirklich in Zukunft mein Auto stehen. Und ich habe immer das Gefühl, wir reden immer über den bestehenden Kuchen und nicht ausreichend über das, was man eben an zusätzlichem Verkehr, der bisher als MIV, eben als motorisierter Individualverkehr unterwegs ist, wie man die rüberholen kann. Und weil das ist sicherlich so, dass diejenigen, die sehr viel ÖPNV nutzen, die haben ganz oft eben dann ihre Monatskarten oder andere Abonnements. Aber die spannende Frage ist ja vielmehr, wie kriege ich mal jetzt endlich mal die in nennenswerter Umfang, die eben die letzten Jahre es nie genutzt haben, weil der Modal Split ja nicht sich vehement geändert hat die letzten Jahre. Und das kommt mir immer so ein bisschen zu kurz, weil man redet sehr viel über den Bestand, über das, was jetzt ist, und ein bisschen zu wenig wie morgen. Was ist da so Ihre Herangehensweise? Das ist eine der Kernfragen, die ich mir jeden Tag stelle. Das ist mein Job. Also wie kriegt man Menschen vom Auto in ein nachhaltiges Verkehrsmittel? Da will ich noch nicht mal sagen, es muss ÖPNV, es muss Bus oder Bahn sein. Ganz und gar nicht. Von den Wegen, von denen ich sprach, die sind nicht ÖPNV-Wege. Das sind einfach die Mobilität, die notwendig ist, um in die Schule zu kommen, in den Kindergarten, auf die Arbeit. Das sind eben zum großen Teil Wege, die innerhalb der Stadt stattfinden. Und da geht es um Leichtigkeit, ja, es muss funktionieren, es muss zuverlässig sein, es muss berechenbar sein. Und das, was ich meinte mit der Optionalität, das ist eben ein neuer Trend, den man in der Gesellschaft sieht. Es sind nicht immer die gleichen, sich wiederholenden Routinen, sondern es wird viel vielfältiger. Und das ist auch in unseren Studien, in unseren Marktforschungen, wo wir sehr intensiv unterwegs sind, sogenannte Milieustudien machen, wo wir in die einzelnen Altersgruppen reingehen, in die Quartiere reingehen, sehen, wie sind die Lebenseinstellungen der Menschen, was bewegt die und wie können wir die dazu bewegen, Mobilität zu ändern. Ja. Das ist entscheidend, dass wir denen Optionen bieten und genau auf diese Beweggründe eingehen. Und das, glaube ich, ist die Frage, die Sie gestellt haben. So gehen wir heran und da kann On-Demand ein Teil sein. Ja. Es ist die Frage, wie man kooperiert und wie man das miteinander verbindet. Daniela, du hattest kurz noch eine Anmerkung dazu? Ja, ganz kurz. Also ein absolut wichtiger Teil ist dieses Seamless Mobility, was mit vernetzter Mobilität einfach sicher und schnell und unkompliziert. Ich denke, da ist vor allem die Gefahr, die da ist, ist, dass das einfach Google übernimmt irgendwann. Und wenn es nicht Google ist, ist es irgendwie Amazon oder Uber oder irgendwer. Auf jeden Fall, es ist anscheinend in Deutschland mit den ÖPNV-Unternehmen nicht möglich, da zusammen eine Kooperation zu machen, die tatsächlich für ganz Deutschland funktioniert, was ich sehr, sehr schade finde. Am Ende muss es ja eigentlich auf europäischer Ebene sein. Und ich finde das sehr schade, die Verkehrsunternehmen sagen das, also mir erzählen sie das jetzt seit 10 Jahren ungefähr gefühlt, dass es nächstes Jahr kommt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es kommt. Ansonsten müssen wir irgendwo aus VW oder wo auch immer her Startups finden, die es machen, weil ich glaube, dass es sehr schlecht für uns wäre, wenn es ein amerikanischer, chinesischer Konzern macht und dann alle Mobilitätsdaten, die ja tatsächlich ein Teil unseres Geschäftsmodells hier auch sind, an sich ziehen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich nochmal sagen wollte, es gibt ja Untersuchungen, wann Leute umsteigen. Die steigen immer dann um, wenn Umbrüche in ihrem Leben stattfinden. Corona war zum Beispiel ein Umbruch. Auf einmal muss ehrlicherweise ich auch sagen, bin ich so viel Fahrrad gefahren wie in meinem Leben noch nicht. weil ich auf einmal, also beim Bundestag kann man jetzt nicht parken und ich wollte niemanden irgendwo auf dem Weg sehen, keine fremde Person, also blieb nur noch das Fahrrad.
Das sind Situationen, in denen es Umbrüche gibt. Also man kann viel machen mit Unternehmen, die die Leute einstellen zum Beispiel. Das sind so klassische Situationen, auch nach der Schule oder so. Was ich aber auch glaube, sind ganz einfache Dinge, wie man Leute mal bringt, ÖPNV zu fahren. Also in Berlin zum Beispiel, da stinkt es in der U-Bahn, da ist es dreckig in der U-Bahn, da ist nicht genug Platz in der U-Bahn und die ist auch unsicher in einigen Teilen, so sicher deutsche Städte auch sind. Und dann gibt es ein Unternehmen, das heißt Stadler, das ist in meinem Wahlkreis in Pankow, die bauen U-Bahn und die bauen S-Bahn. Und dann besuche ich so Unternehmen natürlich auch, wenn man das so macht. Und dann sage ich, ach, das ist ja hier wunderbar. Hier gibt es ja Klimaanlagen. Das wusste ich ja gar nicht so. Warum haben wir die denn nicht? Ja, die werden nicht bestellt. Und das ärgert mich einfach, weil das sind natürlich Punkte. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Dresdner Straßenbahn Klimaanlagen hat, weiß ich nicht. Aber das sind Punkte, wo man sehr, sehr einfach Menschen dafür überzeugen kann. Weil ganz ehrlich, in so einem Business-Anzug, Montag morgens um 8 Uhr ist es einfach nicht schön, im Sommer mit der U-Bahn zu fahren. Und da macht man das auch nicht. Und das sind ganz einfache Dinge, um es angenehmer zu machen. Und ich würde mir wünschen, bevor wir über ganz viele andere Dinge sprechen, dass wir auch über solche Sachen sprechen. Also Verkehr attraktiver machen, die verschiedenen Angebotsoptionen. Das gibt mir das Stichwort, jetzt die Runde hier zu öffnen und die Gelegenheit zu geben, Fragen an unsere Experten zu stellen. Gern auch alle Zuschauer, die uns online verfolgen, bitte einfach die Kommentarfunktion bei Facebook dafür nutzen. Aber natürlich sind auch alle herzlich eingeladen, die hier sitzen, eine Frage zu stellen. Nehmen Sie gleich dran. Ich glaube, ich muss die Frage laut wiederholen, ne, damit sie auch quasi im Streaming verstanden wird. Bitte. Mikrofon nie aus der Hand geben, genau. Ja, guten Abend. Ich würde gerne Herrn Gawalek fragen. Ich gehöre zu den Leuten, die Sie genannt haben. Ich fahre also tatsächlich parallel zur S-Bahn und Straßenbahn jeden Tag 10 Kilometer nach Dresden rein. Aus dem simplen Grund, dass ich über eine Zonengrenze fahre und mich das S-Bahn-Fahren so viel Geld kostet, dass ich 4-mal mit dem Auto hin und her fahren kann. Was wollen Sie denn gegen solche Sonderfälle tun? Das ist ja gar kein Sonderfall. Also das ist ein Problem, was eines der dringendsten Probleme ist. Da geht es um Finanzierungsfragen, in der Tat. Der wichtigste Grund für Pendler, und das sind ja in dem Fall wirklich 10 Kilometer, sind ja Pendlerrelationen in die Stadt hinein. Da geht es darum, Tarifvereinfachungen herzustellen. Nur wir können die Qualität, die wir bieten, und nach vorne raus bieten wollen, auch nur dann bringen, wenn die Refinanzierung entsprechend stimmt. Wenn wir sagen, wir vereinfachen das Tarifsystem, um noch mehr Anreize für lange Wegestrecken zu finden im VVO, dann braucht es andere Refinanzierungsquellen. Das ist einfach ein Thema der Wirtschaftlichkeit. Und da sind wir auch nicht eingemauert. Also ich verteidige diesen Tarif nicht, der ist problematisch. Wir müssen nur das eine mit dem anderen immer gleichwertig sehen. Also in dem Moment, wie wir Tarifzonen, Tarifzonensprünge abmildern, was wir alle auch wollen, dann müssen wir schauen, dass am Ende für diesen Topf im VVO, wo es fast um 200 Millionen Euro geht, eben noch genügend da ist, damit die Verkehrsunternehmen die Qualität bringen, die sie bringen möchten. Weil genau das Thema Qualität, Klimaanlagen, ich bin bei Ihnen, ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass man zukünftig attraktiv ist. Letztlich geht es nur um die Datennutzung. Ich fahre 7 Minuten, aber ich quere eben eine Zonengrenze. Warum muss man diese Grenzen festmachen? Warum kann man die nicht an Daten festmachen? Wie lange fährt jemand? Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gewachsen ist dieses, ich hasse dieses Wort, aber es ist historisch gewachsen. Man hat sich das mal ausgedacht und diese Tarifzonengrenzen wurden irgendwann mal festgelegt. Die Alternative dazu wäre ein sogenannter Luftlinientarif. Das ist hochspannend, einen Luftlinientarif zu planen. Der würde zu kompletten Verwerfungen führen, weil für viele würde es einfacher werden, für andere würde es teurer werden. Und dafür eine politische Mehrheit zu finden,
Das ist eine ganz herausfordernde Geschichte. Ich glaube, das ist eine besonders spannende Diskussion auch in Sachsen, wo es um die Zusammenarbeit von zwei Tarifverbünden, einen in Görlitz gibt, der ein anderes Modell hat als der Dresdner, wo ich in der Zeitung dann erstaunt gelesen habe, dass man einen Fahrgast einer Buslinie empfiehlt, damit er ja nicht irgendwie schwarz fährt oder den falschen Tarif gelöst hat, bitte vorher anzurufen in dieser Buslinie, in welcher Tarifzone er sich gerade mit der Buslinie bewegt. Also das ist mit Sicherheit keine Werbung für den ÖPNV. Da muss man sich intelligentere Lösungen einfallen lassen. So, jetzt die nächste Frage aus dem Publikum. Wer hat noch eine Frage aus dem Publikum? Bitte der junge Herr im Grünen. Wie gesagt, ich muss die Frage bitte nochmal wiederholen, also trotzdem sie ins Mikro gesprochen wird, aber los geht's. Alles klar. Ich möchte gerne die Frau Kluckert fragen, was Sie sich vorstellen, woher diese ganzen Ressourcen, die für die urbane Mobilität von morgen benötigt werden, herkommen sollen. Wir sind hier im VW-Konzern. Nach diesen ganzen Skandalen von VW versucht jetzt VW zumindest mal die Zähne freizugeben, um über die morgige Mobilität zu diskutieren. Es wird sehr viel von E-Autos gesprochen, von Sharing von Elektroautos, aber es wird nicht erzählt, woher diese Batterien kommen. Also praktisch, woher sollen einfach diese Ressourcen, die benötigt werden für die urbane Mobilität von morgen herkommen? Also ich fasse vielleicht nochmal zusammen, die Frage war, woher Ressourcen, ich glaube, es sind eher natürliche Ressourcen in dem Fall gemeint, nicht Geld, oder? Oder auch Geld, woher soll das kommen, um urbane Mobilität in Zukunft zu organisieren, gilt wahrscheinlich sowohl für Fahrzeughersteller als auch für diejenigen, die Fahrzeuge verschiedener Größenordnungen betreiben. Sie sprechen einen unheimlich wichtigen Punkt an und das ist die Wirtschaftlichkeit, die bei allem absolut im Fokus stehen müssen. Wir sind ja nicht bei... Wir wünschen uns was, sondern wir sind in der Realität und da ist es so, dass wir lange noch mit dem arbeiten müssen, was wir haben. Also sicherlich gibt es die eine schöne neue Welt, die wir auch auf die Straße bringen wollen und das ist batterieelektrobetriebene Ansatz, ist der Wasserstoff. Das sind aber auch, wird noch lange Zeit, die ganze Flotte, die wir haben in Deutschland, also alle Autos zusammen und auch im Ausland wird das noch länger sein, tatsächlich so sein, wie wir es jetzt haben. Wir können nicht von heute auf morgen die Autos alle austauschen und wenn wir dann Klimaschutz trotzdem wollen und das will ich zumindest und das will auch der Herbst, das weiß ich zumindest, da müssen wir technologisch offen sein. Und das ist, geht zum Beispiel mit synthetischen Kraftstoffen. Ich hatte das vorhin ganz kurz mal angerissen. Da holt man CO2 aus der Luft raus und dann wird es abgegeben. Und dann wird es in der Mobilität der Zukunft einen Mix geben aus ganz vielen Sachen, aus ganz neuen Sachen, aus alten Sachen, die klimaschutzneutral funktionieren. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir nicht die Scheuklappe aufsetzen und sagen, wir wollen nur das eine, sondern dass wir da breit und offen bleiben. Jetzt habt ihr die nächste Frage, in deiner Mitte. Mein Name ist Kurt Schilling. Ich bin zwar nicht mehr in dieser Frage abhängig von einer Mobilität, da ich nun in dem gefährlichsten Berufsstand eingetreten bin, aber ich darf eins sagen, die letzten 15 Jahre, die ich in einem Beruf gearbeitet habe als Fernfahrer, ich habe ausschließlich Autotransporte gemacht und habe in diesen 15 Jahren sagenhafte Erfahrungen machen können. Bis heute. Ich habe mich sehr oft gefragt, da ich ja ich mal generell immer durch Deutschland fahren musste, in den Ballungszentren Kilometer Stau, zum Rush-Hour. Und was habe ich gesehen? Es sitzt nur eine Person drin. Das war das eine Problem. Das andere Problem ist, womit auch ich heute noch konfrontiert werde, gegen dieses Wort Mobilität gibt es nichts einzuwenden. Das ist ein hehres Gut, was wir heute brauchen, mobil zu sein, um schnell auf Dinge zu reagieren. Dazu haben wir uns entwickelt und das ist auch gut so. Aber ich habe mich gefragt, wieso muss fast jeder, möchte ich nur sagen, privat ein Auto vor seiner Tür stehen haben, was mit Wahrscheinlichkeit zu 90, also 23 Stunden oder 22 Stunden, ich will jetzt nicht auf die Minute gehen, nur auf einem Parkplatz steht, der etwas kostet oder gar nichts kostet.
Das kann sich eine Gesellschaft, die immer mehr wird und die immer, ich sage mal, da frage ich mich. Ich meine, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt ja, die beiden Fragen die mal zusammenfassen. Die statistischen Zahlen will ich jetzt nicht in Frage stellen. Es werden immer mehr Autos hergestellt. Wozu? Warum kann, ich sage, diese Gesellschaft hier in Deutschland oder weltweit nicht umdenken? Also zwei Fragen gestellt. Die eine Frage ist, warum muss jeder ein Auto besitzen? Warum muss das vor der Haustür stehen? Oft ja unbenutzt. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich an Uber richtet. Die zweite Frage, wie können wir die Auslastung steigern, dass nicht die Staus dadurch entstehen, dass ganz viele Autos auf unseren Straßen unterwegs sind, aber gerade zur Rush-Hour eben nur eine Person drin sitzt? Würde ich Aber also, Herr Schilling, gerade die Frage ist eben genau die Frage, die mit dazu geführt hat, dass so ein Unternehmen wie Uber oder auch andere solche Plattformunternehmen entstanden sind. Weil es eben mehr und mehr Menschen gibt, die sagen, es lohnt sich für mich nicht, rein wirtschaftlich schon. Und zwar ohne, dass man es jetzt zwingend, es wäre jetzt auch meine persönliche gesellschaftliche Einstellung, dass ich jetzt nicht sage, wer eins haben darf. Aber es kommt immer mehr dazu, dass sie eben sagen, für mich selbst lohnt es sich nicht. Das Auto steht, wie Sie es gerade gesagt haben, so rund 23,5 Stunden am Tag rum. Meistens auch recht viel Platz einnehmend in unseren Städten. Und das ist auch ökonomisch gar nicht so sinnvoll. Also ich sag mal so, mein eigenes Auto, es war jetzt schon ein bisschen älter, aber es hat mich im Monat auch mehr gekostet, als ich jetzt Uber-Fahrten, ÖPNV-Fahrten und andere Fahrten mache. Und dann muss ich mir halt ein, zwei Mal vielleicht, wenn ich in dem Urlaub fahre, wo ich vielleicht ein Auto brauche, miete ich mir halt mal eins. Also es gibt da ja auch andere Optionen eben. Und weil das eben sehr viele Menschen so sehen, gibt es eben durchaus sehr viele, gerade bei den Jüngeren, wo das eben auch nochmal mit dieser Statusthematik sich durchaus auch schon schneller vielleicht geändert hat, eben welche, die sagen, ich kaufe mir gar kein Auto mehr. Also das sieht man schon, dass bei den Jungen die Zeit oder das Alter, wann man sich dann vielleicht ein erstes Auto kauft, sich verschiebt. Viele Jungen, nicht jetzt mega viele, aber ein paar Prozent sind schon eine ganze Menge, machen auch gar nicht mehr unmittelbar sofort einen Führerschein, sondern überlegen auch das erst später zu machen. Das wird man noch sehen müssen, das ist jetzt noch relativ kurze Entwicklung, aber das sieht man an einigen Stellen schon. Und ich glaube schon, dass es diese gesellschaftliche Entwicklung gibt und mit dem anderen eben, mit dem es fährt immer nur einer im Auto, das ist ja genau der Unsinn, den es ja gibt. Und da sind eben dann, ich denke mal, die ganzen verschiedenen Modelle von einem großen Pooling, was dann Straßenbahn oder Omnibus heißt, oder eben ein kleineres Pooling, was dann Uber Pool heißen kann, eben auch sehr, sehr viele Dinge unterwegs. Und ich glaube, da gibt es ein riesiges Potenzial. Okay, die letzte Frage habe ich da hinten gesehen. Mich würde interessieren, wie weit Sie die Reichweite so einer regionalen Verkehrsbündelung sehen. Wir hatten vor einem Vierteljahr die Diskussion, ob wir Hoyerswerda zum IT-Standort in Sachsen entwickeln. Da habe ich mal nachgeguckt, wie man da überhaupt hinkommt. Das war eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, wenn man mal den Nahverkehrsbahn von New York über Mitteldeutschland legt, da ist also Radebeul ein Vorort von Berlin. Wie weit macht es denn Sinn, solche regionalen Bündelungen tatsächlich auszudehnen? Sollte man wirklich für eine Verkehrsinfrastruktur über ganz Ostdeutschland legen oder reicht Freistaat Sachsen oder muss man wirklich dieses Klein-Klein der Stadtwerke und der städtischen Verkehrsgrenzen betrachten? Also vielleicht aus unternehmerischer Sicht. Die Frage war, wie weit man Verkehrsplanung regional betrachtet, dass man halt nicht nur eine Stadt wie Dresden sieht, sondern deutlich weiter darin hinausgeht. Ja, die Frage ist, glaube ich, geht an DVB und Professor Grimling, wie gut ist denn die Kooperation mit anderen Verkehrsunternehmen, mit anderen Verkehrsverbünden, um sich da vernünftig abzustimmen und ein gutes Angebot auch mal über 80 Kilometer machen zu können, nicht nur über 15 Kilometer. Wenn ich die letzte Frage wörtlich beantworte, dann sage ich nicht so gut. Das ist durchaus ausbaufähig. Das hat auch mit den Unternehmen, ich will mich da nicht aus der Verantwortung nehmen, das hat aber auch mit den Aufgabenträgerorganisationen zu tun. Und das im Wesentlichen. Weil strategische Verkehrsplanung in diesen Größenordnungen ist eine hoheitliche Aufgabe. Wir können als Dresdner Verkehrsbetriebe optimieren, was für die Stadt passiert, haben aber ein großes Interesse daran, Pendlerströme in die Stadt und außerhalb der Stadt zu kennen, mitzumodellieren und uns besser darauf vorzubereiten. Allein, wir haben Probleme damit, die Kooperation mit den Kommunen, mit den Aufgabenträgerorganisationen außerhalb der Stadt entsprechend zu koordinieren. Der VVO ist als Verkehrsverbund dafür prädestiniert, aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen angewiesen. Und der Vergleich mit New York hinkt dahingehend ein wenig, weil die 16 Millionen, die da im Großraum leben, haben wir hier natürlich nicht. Insofern, wir sind unterwegs, wir möchten das machen, wir möchten mehr Pendlerbeziehungen abbilden, weil da liegt der Schlüssel dafür, wie der Herr auch gesagt hatte, dass wir genau dieses Potenzial auch noch abgreifen, was wir heute nicht haben.
aber wir sind auf die politische Unterstützung angewiesen und auf die Verwaltung in den Kommunen. Okay, Herr Professor Grimling, was sind Ihre Erfahrungen? Wie weit kann man gehen und woran hapert es noch? Ich würde jetzt mal ganz kurz auf das Beispiel Hoyerswerda eingehen. Hoyerswerda ist der Ideal, hat einen S-Bahn-Anschluss. Klammer, die fährt alle zwei Stunden nach Leipzig. Ne? Ja, genau, da sind wir schon bei M der Probleme dabei. Das würde ich mir eigentlich nie trauen, S-Bahn zu bezeichnen. Entschuldigen Sie mich, aber es ist Irrsinn, was dort passiert. Mhm. Und natürlich müssen wir Stück für Stück rauskommen. Unsere Erfahrungen sind natürlich jetzt mehr bezogen so auf die verkehrsrechtlichen Anordnungen. Und da ist natürlich die Stadt, da haben wir das Land, den Bund und auch die Landkreise dabei. Und dort es ist es dringend notwendig, dass dort einheitlich gearbeitet wird, dass man dort auch in der Lage ist, flächendeckende Lösungen zu bringen. Ich könnte jetzt Beispiele bringen, wo das nicht geklappt hat. Ich will es jetzt nicht so weit treiben. Aber einfach wirklich für die Sache zu brennen und dann auch mal behördenübergreifend zu denken. Und das ist unglaublich schwierig. Und da ist natürlich auch, sind natürlich auch teilweise Verwaltungsschranken gegeben. Und die muss man irgendwie überwinden. Ich würde jetzt keine Zahl sagen, 60, 80 Kilometer, aber es muss viel, viel größer gedacht werden. Das ist absolut notwendig. Okay, so die letzten beiden Fragen mit der Bitte um kurze Antwort sind online gekommen. Herr Wirth fragt, sind Seilbahnen für Städte eine Option? Wir haben in Dresden eine Standseilbahn und eine Schwebebahn, hat nicht jede Stadt. Wird auch über andere Formen von Seilbahn nachgedacht? Wenn man es so allgemein fragt, würde ich sagen, das kommt drauf an. Für Dresden würde ich es im Sinne von Mobilität nicht sehen. Wir haben touristische Verkehrsmittel, das sind die Standseilbahn und die Schwebebahn. Das ist ein Touristenmagnet, möchten wir weiter als Schätzchen betreiben und fortentwickeln. Aber Mobilität mit einer Seilbahn kann ich mir in Dresden nicht wirklich gut vorstellen. Ja, Professor Grimling, kann ich kurz ergänzen dazu? Gern. Es hängt wirklich davon ab, wo wir sind. Ein Beispiel für mich ist Medellin in Kolumbien. Ja. Die haben dort ein S-Bahn-Kreuz quasi durch die Stadt und haben eine Tallage, 2600 Meter hoch, aber die Berge und an den Hängen wohnten eigentlich so die Armen. Und die haben sie wirklich erschlossen mit Seilbahn und als Seilbahn als Nahverkehrsmittel. Da fährt also permanent eine Seilbahn, man hat einen normalen Verkehrsschein, kann mit der S-Bahn dort weiterfahren. Und das hat mehrere Vorteile. Die sind erstens besser angebunden. Die Kriminalität ist ganz deutlich zurückgegangen, weil die sich jetzt wesentlich besser angebunden fühlen darunter. Und die Mobilität ist bezieht sich dann nicht auf den Pkw, sondern die ist super gestaltet und nutzt natürlich auch die Geografie, das muss man auch erkennen. Also es hängt wirklich von den Randbedingungen ab. Ja, vielen Dank. Und die allerletzte Frage am heutigen Abend, die richtet sich an unseren Hausherrn an, Dr. Carsten Krebs. Und zwar fragt hier eine Person, wie viele ID3-Modelle hat VW bisher ausgeliefert bzw. sind bestellt? Und vielleicht können Sie es auch einordnen von der Größenordnung, weil ich glaube, keiner hat eine Ahnung, wie viele Fahrzeuge sonst VW so verkauft oder bestellt werden. Ja, also wir haben bis dato etwa 10.000 ID3-Modelle gebaut in Zwickau. Die sind eigentlich alle schon verkauft. Wir hatten nämlich eine sogenannte Pre-Booker-Phase. Da haben sich 37.000 Leute pre-gebookt, also haben das Auto reserviert. In Deutschland haben alle fast alle ihre Pre-Bookings auch übernommen. Also es ist tatsächlich so, dass der ganze Markt, also es wurde aufgeteilt, 30.000 Fahrzeuge, 10.000 für den deutschen Markt, 12.000 für Norwegen. Und diese 10.000 Fahrzeuge für den deutschen Markt sind alle bereits verkauft innerhalb von 2 Wochen. Also wir sind da sehr, sehr zufrieden und sehr happy. Und ich glaube, die eine Frage ist, wann wird verkauft oder beziehungsweise wann geht es los? Beim ID3 ist es so, dass wir in der zweiten Septemberwoche die Auslieferung starten. Und genau ein paar Tage vorher schon kann jeder das Fahrzeug dann auch bestellen und reservieren. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, die Ihr Interesse an dieser Veranstaltung hatten, die hier Fragen gestellt haben. Ich glaube, wir haben erlebt, Mobilität hat unheimlich viele Facetten und ich glaube, wir hätten Stunden länger diskutieren können. Aber klar ist auch, wir müssen dann irgendwann mal einen Break machen, weil wir hier nicht so lange diskutieren wollen, bis die Sonne untergeht und der Mond aufgeht. Ich glaube, was wir mitnehmen können, dass es unheimlich spannend ist. Wir werden in den nächsten Jahren viele Innovationen in der Mobilität erleben und wir werden hoffentlich Verkehre klüger organisieren können, wo wir als Nutzer etwas davon haben, wo wir uns aussuchen, mit welchem Verkehrsmittel wir zu welcher Zeit am besten unterwegs sind, am umweltfreundlichsten, am sichersten, am schnellsten und dazu auch noch bezahlbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Experten hier vorne und als ein kleines Dankeschön gibt es ein Getränk aus der Region.
Ich gebe das mal schnell aus. So, bitteschön. Dankeschön. Bitte. Das kommt auch aus der Meißner Region, also insofern die Besenschenke war nicht ganz verkehrt. Dankeschön. Ich hoffe, es muss heute keiner mehr Auto direkt fahren oder beziehungsweise die Flasche dann mitnehmen und nicht entkorken. Bitteschön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen hier für Ihr Interesse. Dankeschön nochmal an den Hausherrn, dass wir hier diese wunderbare Location nutzen dürfen, die, wie gesagt, ja, hier schlägt das Herz der Mobilität. Deshalb, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, hier zu sein. Danke an den Hausherrn. Und ich darf Sie jetzt noch, zumindest die, die da sind, zu einem kleinen Get-Together einladen, wo man noch die ein oder andere Frage vertiefen kann. Diejenigen, die uns online zuschauen, ja, die müssen leider ein Stück weit allein einen Schluck nehmen oder etwas zu Hause essen. Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen allen für das Interesse, unserer Veranstaltung zu folgen, Fragen zu stellen. Und ja, kommen Sie gut durch den Abend, kommen Sie gut nach Hause. Schön, dass Sie uns heute Gesellschaft geleistet haben. Danke vor allem an mein Team nochmal. An mein Organisationsteam, das die Veranstaltung hier auf die Beine gestellt hat, an den Referenten der Landesgruppe Ost. Es sind ja immer viele dienstbare Geister im Hintergrund, ohne die so eine Veranstaltung nicht funktioniert. Und wie ich sagte, ist die erste hybride Veranstaltung. Vielleicht werden wir das in Zukunft häufiger machen, dass wir auch zu den Zeiten, wo es dann wieder, sagen wir, mit mehr Publikum möglich wird, trotzdem immer ein Online-Angebot machen. Ich glaube, das ist auch die neue Welt, die wir erleben, nicht nur im Mobilitätssektor. Einen schönen Abend, kommen Sie alle gut nach Hause.